Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Ja, moin, Tag. Der Matthias. Morgen, ihr zählt mich noch dazu, das ist so lieb von euch. Und ich bin der René. Ja, es wird knapp, ne? Also ja. Aufpassen. Aber wir sollten kein fünftes Mitglied aufnehmen, sondern dauert diese Vorstellungsrunde noch länger. Das vergesse ich nachher, wie ich heiße. Peter. Peter, genau. Ja, wir haben heute wieder ein Gastspiel. Sprich, wir haben uns wieder einen netten Gast eingeladen, mit dem wir einfach ein bisschen nett plaudern wollen über das ein oder andere Thema. Und bevor ich aber jetzt unseren Gast vorstelle, übernimmt das jetzt gleich die Sonja, weil die hat sich um den Gast oder die Gästin an der Stelle gekümmert. Also Sonja, du darfst. Ja, es fing an. Ich war ja leider bei den letzten beiden Gastspielen verhindert. Hab sie aber mittlerweile gehört, da ich ja jetzt die Podcasts alle über meinen Podcatcher höre und nicht über meinen USB-Stick. Und es deswegen nicht Monate dauert, bis ich alte Sachen höre. Moment. Und ich habe die beiden Gastspiele gehört. Die hat Podcatcher gesagt. Moment. Aber das können wir gerne noch mal in Ruhe besprechen, weil ich sehe da auch nach wie vor Nachteile. Aber jetzt möchten wir erstmal. Sieht immer noch Nachteile, es ist nein. Erstmal stellen wir jetzt die Gela vor. Und zwar fing das an, der Olli, den habt ihr ja gefragt, wen er sich wünschen würde als Gastspielgast. Und er sagt, er würde sich eine Frau wünschen. Und ich meine, dass Arne da auch schon die Gela ins Rennen geworfen hatte, die ja immer ganz fleißig Hörerfragen bei uns stellt. Ja, sie ist irgendwann aufgeploppt hier bei uns. Genau, und dann hatte ich ja auf meinem Blog Brettspielpoesie gerade ein Gewinnspiel laufen zum 6-jährigen Blogstag. Ratet mal, was sie gewonnen hat. Da hat die Gela teilgenommen und sie hat gewonnen. Und zwar einen Hidden Games Tatortfall. Und dadurch hatten wir geschrieben. Und dann dachte ich, frage ich doch gleich mal, ob die Gela nicht Lust hätte, auch mal dabei zu sein. Und zwar wollen wir ja verschiedenste Gäste bei diesem Gastspiel mal dabei haben. Und da haben wir eine Hörerin und auch selber eine sehr aktive Spielerin, soweit ich das bisher weiß. Also herzlich willkommen, liebe Gela. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. In Wirklichkeit ist das ja der Hauptgewinn hier, ne? Klar. Ich dachte eigentlich, der neue Fußball bei uns im Flur wäre von Sonja, aber gut, dann war das halt das Brettspiel. Der 96-Fußball. Ja, pfui. Mund auswaschen. Moment, geht mal. Bei uns gar nicht im Haus, bei uns gehen nur TSG-Fußbälle. Sonja, du hast einen Fußball verlost? Nein. Ich war gerade etwas verwirrt. Moment, TSG, also Hoffenheim. Ja, klar. Das hätte ich vorher wissen sollen. So, das Sendung war heute kurz. Das hat schön gemacht. Ja, aber Frauenmannschaft. Frauenmannschaft, nicht die Männer. Also wir sind völlig ohne Kollision. Wir sind drei Männer im Podcast und wer kloppt sie um die Fußballmannschaften? Die Frauen, ne? Die um genau. Die auch ein Novum. René, übernimmst du es jetzt weiter oder macht Sonja weiter? Oder? Also wir werden gleich dann einfach in die lockere Plauderrunde einsteigen. Ja, eigentlich hatten wir ja die Schnellraterunde oder Schnellvorstellungsrunde, die ist uns aber durch einen Hackerangriff verloren gegangen. Da müssen wir uns nochmal neue Gedanken machen. Gela, die bleibt dir jetzt erspart oder wir schicken dir die nochmal als Frage der Woche und dann genau. Schickst du die zurück. Genau. Ja, aber vorher werden wir noch ein bisschen was ins Organisatorische kurz reingrätschen. Und das Thema mit dem Podcatcher ist auch noch nicht vom Tisch. einmal möchte hier, machen wir direkt am Anfang. Der Arne möchte hier so was selber bewerben. Ach, ich muss mal wieder was bewerben. Wie sage ich es denn? Ich habe einen neuen Podcast. Mal gucken, wo der uns. Bitte? Was? Vor allem, ich weiter. Du hast das postapokalyptische Nachfolgemodell zu Kasse 4. Ja, demnächst wird auch noch ein Kasse 4-Segment dort Einzug heißen. Ich habe es nur verbammelt, irgendwie gestern im Supermarkt was zu kaufen. Aber ich mache mit meiner Liebsten jetzt einen Garten- und Selbstversorger-Podcast, der so ein bisschen auf dem Konzept beruht, Technik-Horst trifft auf Gartenfee, Garten- und Küchenfee.
Ich habe keine Ahnung von Garten, deswegen erklärt sie mir das immer. Und ja, also Kerstin hat halt, dieser Gartenspleen wird immer nimmt immer größere Formen an. Und sie kann halt auch unglaublich gut kochen und backen, was Matthias und René sicherlich auch schon bestätigen können. Leider bestätigen, ja. Und das hatte ich dann irgendwann mal zum Anlass genommen. Ey, probier mal neue Technik aus und ey, versuch mal einen neuen Podcast aufzunehmen und ey, versuch den mal in einer anderen Umgebung aufzunehmen als am Computer irgendwie im Halbdunkeln, sondern mach den schön gemütlich auf dem Sofa und versuch dort halt mal ein bisschen über Garten und Selbstversorgungstum zu quatschen und halt was so in der Küche auf dem Tisch, also ja, was halt da so ausprobiert wird. Also Pasta-Maker war jetzt noch nicht Thema, wird aber sicherlich auch nochmal dran kommen. Wir haben heute eine Folge veröffentlicht, wo ein neues Küchengerät vorgestellt wurde. Es wird jetzt nicht Matthias Baustelle des Küchengerät, aber das wird er sich wahrscheinlich nicht kaufen. Aber da habe ich jetzt einen neuen Podcast gestartet, der hat einfach mal ein bisschen was anderes probiert und ganz abseits vom Brettspiel-Content, aber ich glaube so Garten und Küche, Selbstversorgung, selber Käse machen, selber Wurst machen, ist für viele wahrscheinlich auch spannend. Findet ihr unter gartentisch-podcast.de oder bei Instagram unter gartentisch-podcast. Da könnt ihr die Kerstin, da gibt es immer schöne Bilder und schöne Essens und ja. Der Gartenstrich. Ja, den gleichen Versprecher hatte ich gestern in der Aufnahme auch. Also ja, wir sind jetzt frisch gestartet, haben jetzt zwei Folgen veröffentlicht. Mal gucken, also was da versuchen wir die halbe Stunde tatsächlich mal einzupeilen. Mal gucken. Aber das haben wir ja hier auch mal gesagt, ne? Matthias, es handelt sich übrigens um einen Dutch Oven. Ja, ja, ich habe die Folge schon runtergeladen, ich muss mir nur noch anhören. Ja, aber da du keinen Grill hast, und wird das wahrscheinlich nicht so spannend für dich sein, das Gerät. Aber ich kenne jemanden mit einem Grill, der kann mich dann ja verköstigen. Ja. Ich meine, bei euch ist der Grill ja irgendwie 300 Tage im Jahr an. Also. Nein, erst einmal im Jahr, also erst einmal dieses Jahr. Ja, das Jahr hat noch 300 Tage, das ist aber manchmal keine Sorgen. Nein, nein. Nein, also da versuchen wir halt einfach mal was so, wie war das? Was habe ich heute gelernt? Winterheckenzwiebeln. Kennt ihr die? Ich auch nicht. Oder Flower. Heute Nachmittag. Oder Flower Sprouts. Das muss das abartigste Gemüse der Welt sein. Das ist nämlich eine Kreuzung zwischen Grünkohl und Rosenkohl. Zwei Gemüsesorten, die ich absolut nicht ausstehen kann. Und jetzt haben die ja noch Kinder. Also es geht. Nee. Niemand mag Kohl. Doch? Nee, niemand mag Kohl. Weder Rosenkohl noch Wirsingkohl noch Helmutkohl noch den gesamten Kram nicht. Ja, also da schaut mal rein, wenn euch das Thema irgendwie interessiert. Also demnächst, wir wollten auch noch über Käse sprechen, aber die Käseherstellung, das haben wir uns fürs nächste Mal aufgehoben. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich freue mich schon auf die Hühnerfolge. Ja, wir haben auch mal gesagt, wir wollen mal eine Folge im Hühnerstall aufnehmen. Also wir haben da jetzt technische... Wir sind da jetzt sehr ortsungebunden. Also das wird das, also diese Technik, die ich da besorgt habe, die wird auch im Bretterwisser-Podcast irgendwann nochmal zum Einsatz kommen. Die ist nämlich richtig cool. So mit, wenn wir das Haus mal verlassen dürfen. Ja, also der Rundgang über die Neuheitenshow wäre mit der neuen Technik sehr viel kabelärmer. Das würde wahrscheinlich aber auch viel Spaß nehmen. Ja, das ist keine Verwicklungen mehr. Sonja, lebst du noch? Nein. Ja, etwas trinken, das ist doch sehr gut. Gut. Sonja, wenn du keine Luft mehr kriegst, pfeife, dann hören wir auf. Ich glaube, sie ist. Oder winke mal Michael rüber, damit er ins Mikro spricht. Genau. Wer für den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, ne? Oder wie war das? Ja. Ich glaube, sie ist wirklich weg. Alles okay, Sonja? Hört ihr mich nicht? Ja, doch. Jetzt. Hattest du dich gemutet? Hast du dich? Ja, ich musste mich kurz muten. Ich habe mich irgendwie verschluckt. Hat man gar nicht gehört. Ja. Aber jetzt hoffe ich, geht's wieder. Gut. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Mhm. Hörte sich schlimm an. Gut, so. Dann wollen wir nochmal, nachdem Arne Werbung für seinen neuen Podcast gemacht hat, nochmal kurz Werbung für den Discord machen.
Für den Beeple-Discord, wo wir ja auch vertreten sind, wo sich mittlerweile eine ordentliche oder eine stattliche Anzahl von Leuten eingefunden hat und da fröhlich und munter diskutiert, spricht über alles Mögliche. Wo ihr auch die Gela treffen könnt. Zum Beispiel. Warst du eigentlich früher auf dem Slack auch schon unterwegs oder ist das jetzt erst nur durch den Discord gekommen? Nee, auf dem Slack auch. Ah, okay. Aber lesend. Ja, nur so das letzte Jahr. Kurz aber, bevor er abgemanagt wurde. Aber genau. Ist dein Profilbild ein Känguru oder ein Irokesenpferd? Ein Pferd. Das Pony meiner Kinder. Ah. Ja, da wo die Hühner jetzt stehen, du hast den Podcast gehört, da wo die Hühner jetzt stehen, stand ein Pony, aber egal. Genau. Ich habe den Podcast gehört und habe gegrinst. Ja. Und fand es sehr sympathisch. Ja, ich habe auch gestern zwei Ballen Stroh durch die Gegend gerollt, aber egal. Hat jetzt hier nichts zu suchen. Ich muss das mal genau. Ich muss die Projekte mal strikt trennen, so wie Matthias das auch immer macht. Okay. Ich bin da so gut drin, hust, hust. So, ansonsten haben wir jetzt noch als allerletztes den Wunsch oder die Bitte, uns doch zu unterstützen mit einer Bewertung bei iTunes oder auf Spotify oder einen Retweet oder auf Facebook ein Like oder was auch immer. Es gibt da zig Möglichkeiten, uns da ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen mehr Reichweite zu erzeugen, so dass wir das Ganze hier auch weiter aufbauen können. Wer darüber hinaus uns noch weiter unterstützen möchte, kann das auch gerne mit einer kleinen Spende über einen Dauerauftrag machen. Da ist jeder frei, wenn er möchte, uns was zu geben. Entweder als einmal überweisen oder als Dauerauftrag. Jeder Euro kommt dann hier bei uns an. Um dann das Equipment, wie zum Beispiel diese neuen tollen Mikrofone, die der Arne jetzt schon testet, zu erwerben. Ja, ihr habt auch noch was davon, glaubt mir. Ja, sag ich ja. So, jetzt aber genug des langweiligen Zeugs, Kapitelmarke setzen, jetzt geht's richtig los. Ja, mache ich die ganze Zeit schon. Es gibt jetzt ja eine neue Ultraschall-Version, deswegen, vielleicht soll ich noch sagen, ich habe dieses Videothema hat mich ja doch nicht losgelassen, tatsächlich. Ja, ich habe es mit Erschrecken festgestellt. Was denn? Zack, war er wieder da. Ja, aber anders. Ja, hochkant. Darf ich darüber noch kurz sprechen? Das ist jetzt ja ein Brettspielthema, ist jetzt ja brettspielrelevant. Ja, dann mach das doch mal. Ich hab mich irgendwie am Wochenende, das kommt davon, wenn man einfach 10 Tage mal frei hat. Da passieren irgendwie komische Dinge, das geht nicht. Ich habe mich irgendwie geärgert, dass meine Videokamera irgendwie so in der Schublade lag, so ganz einsam und keiner beachtete, also meine Foto-Videokamera, und keiner beachtete sie. Ich dachte so, was kannst du da machen? YouTube? Ach nee, YouTube ist scheiße, hast ja keinen Bock mehr drauf. Hast du ja, da ist ja dieses Kräftemessen der Leute, also dieses technische Aufrüsten wird ja da immer krasser und man muss da halt sehr viel Arbeit rein investieren. Darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen, René, du erinnerst dich vielleicht, so off Mic. Und da habe ich gesagt, da habe ich keine Lust drauf. Jetzt habe ich gedacht, man kann ja bei Instagram auch Dinge tun. Instagram ist ja auch eine spannende Plattform, wie Sonja auch sicherlich berichten kann. Ja? Ja, ich poste da Bilder und also mit diesen ganzen anderen Dingen wie Stories oder so, bin ich ja auch noch nicht so richtig warm. Ja, aber du hast ja da auch eine Community irgendwie so ein bisschen um dich herum geschart dort, oder? Genau. Die so, wo du halt auch Kontakt hast zu den Leuten, was ich halt auch immer spannend finde. Habe ich gedacht, versuch mal wieder, und dieses Hochkant-Videothema lässt mich halt auch noch nicht so ganz los. Das hatte ich ja mal bei YouTube versucht, aber da stieß das ja auf wenig Gegenliebe, hatte ich das Gefühl. Aber bei Instagram passt das eigentlich, weil man ja halt so durch diesen Feed so durchscrollt und das ist ja, da ist man ja im Hochkant, entweder im quadratisch oder im Hochformat unterwegs. Und da versuche ich jetzt mal Videos da rein zu posten und gucken, wie da so das Feedback ist. Ich habe gestern sogar mit einem Minuten-Video rumexperimentiert. Das war jetzt so ein bisschen. Da werde ich, glaube ich, kein Freund von, weil ich glaube, ein 1-Minuten-Video zu machen ist aufwendiger als ein 10-Minuten-Video zu machen, weil ich es, glaube ich, 3 oder 4 Mal gemacht habe sogar. Ja, ich experimentiere da rum, könnt ihr ja mal beim Bretterwisser Instagram mal gucken. Passieren auch spannende Dinge. Und wie ich ja von Sonja letzte Woche gelernt habe, jeder Feed, der Familienbilder bei ihr postet, fliegt raus. Ne?
Naja, eins ist mal in Ordnung, aber wer dann zu viele hintereinander, ich möchte da halt vor allem Brettspiele sehen. Genau, deswegen trenne ich jetzt wieder meinen den privaten Instagram, der ja wirklich bei mir so ein bisschen, ja, nicht so spannend ist, aber und jetzt läuft, wenn ich ja auch jetzt wieder was spiele, läuft das auf dem Bretterwisser Instagram erstmal rein. Mal gucken, dass Sonja mich auch weiterhin abonniert, also uns auch weiterhin abonniert. So, wann hast du das nächste Mal Urlaub dieses Jahr, dass die Leute schon darauf vorbereiten können, einen neuen Kanal zu abonnieren? Naja, der Mai ist ja quasi nur Urlaub. Ostern, okay, also sind Leute, jetzt der Mai auch, kann spannend werden. Ostern sind jetzt ja auch 5 Tage frei so am Stück, oder wie war das jetzt? Also TikTok rückt näher. Du lachst? Ja, du hast es. Da kriege ich aber, glaube ich, die Videos mit der Kamera nicht rein. Also es soll hauptsächlich schon mit der besseren Kamera sein. Klar wird es da sicherlich auch mal Videos mit dem iPhone geben, aber ich habe mir jetzt auch so eine komische Frankenstein-mäßig irgendwie zusammengebaut alles. Das sieht sehr wild aus, gerade hier auf dem Schreibtisch. Ich gucke da gerade drauf. So, jetzt haben wir 20 Minuten geredet und noch über kein Brettspiel was gesagt. Ne? Aber lass uns doch einfach mal zum Einstieg, zum Warmwerden mit einer Frage der Woche starten. Ja, ich habe ja noch 3 Stück über von letzter Woche, wo ich gesagt habe, ey, da brauchen wir hier geballtes Fachwissen. Gela ist dabei, ist doch super. Und Matthias darf auch was dazu sagen. ich würde jetzt mal einfach mal einspielen. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten schlausten mache, welches ich nehme. Nehmen wir mal das da. Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der Arne aus Bochum. Meine Frage der Woche dreht sich heute um den Kauf der Boardgame Arena durch Asmodee. Und ich wollte von euch mal gerne wissen, wie ihr das seht. Seht ihr es eher kritisch, da davon auszugehen ist, dass Asmodee ja im Wesentlichen auch in den dahinterliegenden Daten interessiert sein wird und ob es nach wie vor noch ein entsprechend großes Angebot auch von Drittanbietern geben wird? Oder seht ihr es eher positiv, da im Zweifel auch vielleicht davon auszugehen ist, dass deutlich mehr Asmodee-Titel als in der Vergangenheit künftig auf Boardgame Arena ankommen werden? Bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund, bis dahin. Ciao. Huch, falsche Musik. Da habe ich wohl den falschen Knopf, ihr könnt es euch vorstellen, was da jetzt drunter lag. Genau, erstmal danke an den Arne, bester Name überhaupt, ever. die Boardgame Arena, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon mal besprochen hatten hier, wurde ja von Asmodee aufgekauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir da eine Meinung zu? Ich nicht. Ich nicht so richtig, da ich es nicht nutze und daher ist. Wow. Aber ich glaube, die. Läuft hier, ne? Nee, ich glaube, also die Angst sollte man das grundsätzlich nicht vorhaben. Ich weiß noch, als Asmodee anfing, die ganzen Verlage aufzukaufen und schon der Untergang des Abendlandes herausbeschworen wurde, ist auch nicht passiert. Es hat sich alles reguliert. Ja, da haben wir ja, glaube ich, letzte Woche auch schon mal drüber gehabt, wo ich ja der Meinung bin, dass sie halt wieder Platz für andere Sachen lassen. Also ja, aber es hat sich halt wieder reguliert, ne? Also einige genau. Sachen sind wieder weggegangen, sind hinzu. Also ich hätte jetzt keine Bedenken, wenn jetzt, oder ich habe keine Bedenken, dass Asmodee eine Online-Spiele-Plattform aufkauft. Weil ich denke mal, erstmal werden sie gar nichts damit machen. Und erstmal weiter betreiben und dann muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ob ich jetzt Angst haben muss, dass sie nur die Daten, dahinterliegenden Daten wollen, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, was man da an Daten angibt, um da mitspielen zu können. Naja, Matthias ich glaube, atmet tatsächlich schon. Nur, das ist ein weiteres Marketing-Vehikel, was sie einfach damit sicherstellen können, dass ihre Spiele auf jeden Fall dafür umgesetzt werden und da sie sich nicht weiter Gedanken machen müssen. Und der Rest ist ihnen tatsächlich zweitrangig. Ja. Haben die denn überhaupt, doch, die haben aber ein Geschäftsmodell, so ein Premium-Dings haben, ich war da, glaube ich, neulich, wollte mal was gucken. Ja, haben sie.
Premium mit irgendwie, du kommst schneller an Tische oder wie war das, glaube ich. Ja, Frage ist, ob die halt auch profitabel sind und sowas oder keine Ahnung. Gela, nutzt du Board Game Arena? Nee, nein, eigentlich nur Tabletopia. Muss ich ehrlich zugeben. Warum nicht? Gibt es einen Grund? Nö, aber eigentlich spiele ich meistens live und auf Tabletopia bin ich eigentlich auch nur durch die Spiel Digital gekommen oder im ersten Lockdown und dann halt durch die Spiel Digital. Und da sind eigentlich die Spiele drauf, die ich so mit Oma, Familie, was so am Rechner mit mir spielen will, spielen kann. Und das habe ich ja letztes Mal gesagt, die großen Sachen, das finde ich total unübersichtlich. Das möchte ich nicht. Die möchte ich am Tisch spielen, die richtigen großen Spiele. Die möchte ich auch anfassen. Ja, ich konnte zuletzt auch in der, da habe ich auch nochmal bei Tabletopia was gespielt, das Kubitos nämlich, was im Rahmen einer der Conspiracy oder Conspiracy, ich weiß gar nicht, wie man die tatsächlich ausspricht, von Pegasus irgendwie da jetzt wohl implementiert ist. Ich könnte mir keinen. Also bei Kubitos ist ja so, ich würfle einfach mit 10 Würfeln aus meiner Hand und da ist es halt so, ja, ich drücke halt, wähle irgendwie, versuche irgendwie 10 Würfel anzuvisieren und dann drücke ich auf den Knopf und dann drehen die sich um und ja, da fehlt dann mir halt schon wieder was. Also sind wir wieder bei dem Thema. Da finde ich tatsächlich Board Game Arena ein bisschen spannender. Da hatte ich ja neulich auch die Santorini gespielt und war da auch überrascht, dass es da irgendwie so eine 3D-Umgebung auch mittlerweile im Browser gab. Also was sah halt auch schon relativ professionell aus. Aber halt mit ein bisschen Regeln halt schon eingebaut, was halt Tabletopia eher weniger ist. Aber das hatten wir ja schon, das Thema. Also kein großes Ding, sagt ihr. Es ist wie gesagt nur konsequent. Ich fange an, mir Gedanken zu machen, wenn sie anfangen, Drucker zu kaufen. Ach so, Drucker. Ich dachte, Druck. Ich meinte schon so Firmen, die Spiele herstellen dann. Ein HP 540 oder sowas. Ja, genau. Ja, so, hey, wenn sie Katamundi gekauft haben. Meinst du, sowas könnte passieren? Ja, ich meine, Ravensburg hat da auch seinen eigenen Drucker, oder nicht? Also, die haben bestimmt auch Drucker im Büro, aber naja. Also Ravensburger hat zwei Fertigungs, eine in Ravensburg, die macht aber nur Puzzle, und eine in Tschechien. Und Ravensburg macht aber halt in dieser Fertigung halt auch nicht nur die Spiele, sondern auch die Bücher und den ganzen anderen Kram. Ich weiß aus Erfahrung, dass wahrscheinlich es sich derzeit noch nicht lohnen wird für Asmodee, so einen Drucker zu kaufen, weil sie den nicht auslasten können. Was natürlich, also ich meine, Boardgame Arena ist auch für andere Firmen da. Von da aus gesehen, wenn sie das aber machen, dann weiß ich, okay, jetzt kommt irgendwie so ein Tipping Point. Lassen wir mal gucken. Ah, noch über gar kein Spiel geredet. Wollen wir noch über ein Spiel reden? Ich hätte noch eine Frage der Woche. Ich dachte, wir wollten über ein Spiel reden. Ja, wir reden jetzt mal über. René, bist du dabei? Ja, dann mach mal. Hi, hier ist wieder der Sven aus Berlin und ich wurde wieder dezent darauf hingewiesen, doch meine Frage der Woche einzuschicken und das mache ich hiermit. Und meine Frage diesmal lautet, was ist für euch ein optimales Absackerspiel? Sollte es nur 5 Minuten dauern oder geht noch eine halbe Stunde? Sollte es stumpfes Würfeln sein oder vielleicht ein schnelles kleines Kartenspiel? Also definiert mal, was ist euer liebstes Absackerspiel und nennt mal ein Beispiel. Das würde mich interessieren. Bis bald, euer Sven. Jetzt auch mit dem richtigen Knopf. Ja, wie sieht ein guter Absacker aus und was muss das haben? Lass mal unsere Gästin als erstes antworten. Das habe ich schon befürchtet und bin schon immer überlegen. Also ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt und habe einen ganzen Turm bekommen und ich habe tatsächlich dabei ein Spiel, was wir letztes und vorletztes Wochenende als Absacker gespielt haben, und zwar Sonora. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Flick-and-Ride-Spiel und das ist ein bisschen Action
Und das ist ein bisschen and write, eintragen in den Plan, ein bisschen denken, es ist ein bisschen Glück. Und ich glaube, gerade wenn man vorher ein großes Spiel gespielt hat und ein langes Spiel vielleicht auch, dann ist es einfach schön, wenn man nochmal was hat, was vielleicht auch nicht der gewinnt, der am klügsten denkt, sondern eben auch einen Glücksfaktor mit drin hat oder einen Geschicklichkeitsfaktor mit drin hat, wo es einfach nochmal so locker aus dem Bauch raus für alle geht. Ich finde, einen guten Absacker muss man auch einen ganzen Abend spielen können. Ja. Also, was halt irgendwie auch als Spiel trotzdem immer noch überzeugen kann und was halt wirklich auch tatsächlich einen ganzen Abend tragen würde und alle sind irgendwie happy. Also, kommt halt immer auf die Stimmung so ein bisschen an. Aber so ein Lama kannst du halt auch sehr lange spielen zum Beispiel, was ich halt auch als Absackerspiel bezeichnen würde eigentlich. Ja, musste ich mit meinen Kindern auch schon über Stunden. So schlimm ist das auch gar nicht. Nee, Kindern über Stunden spielen? Doch. Wenn da das Limit bei 150 oder 200 Punkten liegt, dann wird's echt haarig. René, was bezeichnest du denn als Absacker oder was ist denn, also Beispiele vielleicht oder? Ich habe da echt ein Problem mit, weil ich eigentlich, weiß ich nicht, nachdem ich hier 2-3 Stunden ein Spiel oder davon 2 Partien gemacht habe, danach eigentlich nichts mehr machen möchte. Denn halt als Aufwärmer, so. Der René ist halt kein Spieler. Nee, ich bin so ein komischer. Nee, weiß ich nicht, also so. Ich habe da keinen Default, den ich jetzt sage, so, op, den ziehe ich jetzt aus der Tasche und der geht immer. Nee, kann ich jetzt gar nicht groß sagen. Sonja, hattest du schon was gesagt? Nee, mir ist tatsächlich als erstes sowas wie der große Wurf in den Sinn gekommen, also wirklich ein schnelles, flottes Spiel. Das geht auch immer den ganzen Abend. Das geht super. Ja, würde mich jetzt nicht reizen den ganzen Abend, glaube ich. Aber das ist halt für mich wirklich so ein letztes Spiel, wo man nicht mehr viel bedenken muss, wo man aber nochmal eine Menge Spaß bei hat, um den Abend abzuschließen. Aber es gibt tatsächlich auch Spieleabende, das hängt auch immer von der Gruppe ab, wo ich dann eher bei René bin und sage, ja, wir spielen irgendwie 1-2 lange Spiele und dann ist auch Ende. Also je nach Gruppe unterschiedlich. Matthias, bei dir? Oh, es ist, ich bin so, so enttäuscht, dass ihr, also grundsätzlich, der Arne hat recht, wenn er sagt, natürlich ein gutes Absackerspiel kann auch im Notfall den ganzen Abend gespielt werden. Ich habe immer irgendwie das Absackerspiel der Saison, das wir immer mal wieder spielen. Wir haben, weiß ich nicht, jahrelang Stichmeister gespielt. Wir haben irrsinnig viel krass kariert gespielt und unsere Karten haben sonst wie geklebt. Gut, da waren Produktionsprobleme in der ersten Auflage, aber egal. Wir haben, wie hieß das Fucicato? Das haben wir auch. Also, da haben wir dann wirklich am Abend so lange Spaß gehabt, dass wir am nächsten Morgen aufgestanden haben und gesagt, lass uns doch eine Runde Fucicato spielen, weil wir den ganzen Tag verbracht haben. Und das kannst du halt auch zu 7 hervorragend den ganzen Tag spielen. Mein aktuell liebster Absacker ist Rajas of the Ganges. Das Dice Charmers, das Würfelspiel. Das finde ich hervorragend. Ich glaube, ich habe schon irgendwie 60 Spiele Intus dieses Jahr. Weil du das einfach mal schnell rausholst, kurz spielst, du hast dieses Kettenzüge-Gefühl und so. Also richtig tolle Absacker gibt es da ohne Ende und ich bin immer wieder glücklich über die guten. Es gibt ja auch Absacker, die Absacker heißen, ne? Ja, stimmt. Texas Showdown, auch ein hervorragender Absacker. Einfach alle von Amigo. Ich hoffe, der Christian nimmt es mir nicht übel, nicht falls alle. Er uns überhaupt noch anhört. Ich würde tatsächlich ein Skull King einem Wizard vorziehen. Ja. Hat beides, okay. Ja. Kommt halt immer darauf an, was man haben will, ne? Also Wizard ist ja doch eher deterministisch, könnte man fast schon fast sagen. Und Skull King ist ja doch so ein bisschen. Obwohl, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob die offiziell sind oder seit wann es die da drin gibt, es gibt ja auch Wizard-Varianten oder Regeln, die du so reinbringen kannst, um das ganze Spiel Richtung Sky King zu bewegen. Ne? Zumal jetzt in der neuen Jubiläumsausgabe es auch Karten gibt, die halt super Stich und nah sind. Ne?
also die quasi die Scary Mary äquivalent. Ja. Also die haben das Spiel schon ein bisschen Richtung. Es gibt auch eine Variante, wo alle die Stiche verdeckt draufschreiben. Das finde ich auch sehr spannend. Also vorher Ansage und dann verdeckt. Also keiner weiß, wie viel die Leute haben wollen. Da ist was drin, ja. Ja. Ja, Uwe sagt ja. Okay, warte mal. René, gehen wir jetzt noch mal darauf ein, damit du verstehst, was für dich ein Absacker ist, weil du anscheinend nicht auf unsere Absacker-Qualität hier bist. Auch wenn ich der große Wurf als einen hervorragenden Absacker betrachte. Stell dir vor, du spielst so einen Absacker wie eine Runde Willen des Wahnsinns. Das ist ja in deinem Bereich ein Absacker. Schnelles Spiel, mal kurz. Ja, genau, mal kurz. Mal so lockere 2 Stündchen hinten dranhängen, nachdem man 3 Stunden was anderes gespielt hat. Dann ist das ja fast kein Aufwand mehr. Ja, da kann man auch eine 2. Runde hinterher spielen. Ja. Nein, das Einzige, was ich was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich gerne so gegen Abend oder was wir dann manchmal spielen, um den Kopf frei zu kriegen, tatsächlich sowas wie King of Tokyo. Ja. Ist auch super. Ja, ja, sich nochmal eins aufs Maul hauen und nicht nachdenken. Genau das ist es doch. Kannst du auch länger spielen. Ja, warum reizst du eigentlich die ganze Zeit darauf, dass du auch länger spielen kannst? weil ich das Gefühl habe, dass ich ja echt was Cooles gesagt habe. Was Schlaues. Das passiert nicht so oft. Deswegen. Danke, Gela. Du hast Arne dazu gebracht, was Schlaues zu sagen. Ja. Passiert nicht so oft. Ja. Schalten wir das nächste Mal ein, wenn Arne schlaue Dinge sagt. Oh Gott. Ich muss diesen Button wegmachen. Ich fühle mich gerade bei Schweine im Weltall. Oh Gott. Eieiei. Oh, apropos, das hatte ich doch auch in den Ablauf sogar reingeschrieben. Das ist ja, würde jetzt ja gerade so passen. Ich habe vor ein paar Wochen, das war glaube ich schon noch im Oktober oder sowas, bevor man sich noch mit mehreren Leuten treffen konnte, habe ich das Spiel Smart 10 gespielt. Was ich eigentlich, ja, bis auf so ein paar Fragenkategorien eigentlich ganz cool finde, aber manche Fragenkategorien gehen erstmal gar nicht. Ich weiß nicht, Smart 10, ob ich das nochmal kurz erklären muss. Das ist einfach so ein Quizspiel, wo man so ein komisches Ding da irgendwie vor sich liegen hat, was immer einen großen, Achtung, Prost, Aufforderungscharakter hat. Das ist so ein Plastikgehäuse, wo die Karten irgendwie drin sind, die Fragekarten. Und da sind so Schnuppis drinne. Oder wie sagt man, nee, Stöpsel? Nupsis, genau. Wo die Antworten drunter stehen. Also dann steckt man die raus. Und in der Mitte steht dann immer die Frage, die kann man halt so lesen. Und dann muss man halt irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt gerade keine Frage parat. Sonja, hast du da irgendwie eine Frage? Du hast das bestimmt auch gespielt, ne? Ich versuche das gerade mal. Ja. Blumensorten. Ja, genau. Farben von Blumen. Genau, und dann stehen da halt irgendwie, siehst du halt die ganzen Antworten so drumrum und dann musst du halt was sagen oder musst halt irgendwie da irgendwie eine schlaue Antwort und so ein Schnuffi rausziehen. Genau, hier steht, wobei handelt, jetzt habe ich gerade eine Frage gefunden, wobei handelt es sich um ein Brettspiel? Da steht dann halt Othello, Carcassonne, Mario Brothers, die stehen dann alle so im Kreis und gibt es halt Ja-Nein-Haken, wenn du halt richtig oder falsch und finde ich halt okay, aber es gibt halt so eine Kategorie zum Beispiel irgendwie die erfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten und dann musst du die irgendwie in so eine Reihenfolge bringen und musst halt sagen, ja, Stephen King ist Nummer 1 und weiß ich nicht, Shakespeare ist Nummer 5 und Konsalik 2. Die finde ich ganz furchtbar. Also da fand ich das fand ich richtig furchtbar. Also diese Ranglisten Sortierung, aber das hat mich so ein bisschen, ich sag mal so, ich bin bei solchen Spielen immer relativ gut und niemand spielt mit mir solche Spiele. Ich würde unglaublich gerne Quizspiele spielen, aber ich habe ein Problem, dass ich da keine Mitspieler für finde. Weil ich ab und zu auch mal was Schlaues sage und dann viel Schlaues sage. Also ich will mich da jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich bin manchmal zu schlau für meine Mitspieler. Jetzt nicht so. Nur Erdkundespiele, sondern auch noch Quizspiele. Ja, also ich würde gerne mal ein Terra spielen, aber mit wem soll ich, also Jürgen ist jetzt nicht hier.
Mit Matthias brauche ich sie nicht zu spielen zum Beispiel. Der wird schreiend weglaufen. Also habt ihr das, dass ihr manchmal so denkt, so, ich würde gern irgendwas spielen, aber ich weiß genau, dass ich keine Mitspieler dafür finde? Ja, Wortspiele. Da habe ich das Problem. Okay. Ich spiele super gerne, aber die Mitspieler sagen alle, nee, das macht dann keinen Spaß. Stimmt, wir hatten auch in Hamburg, hatten wir mal irgendwie, glaube ich, zusammen Wortspiele ja, gespielt. Stimmt. Wo ich auch gedacht habe, so, nee, wir sollen ja euch das nicht nochmal zu spielen. Nein. Was denn? Ich erinnere mich also, dass ich auch, es gab ein Wortspiel mal, wo wir festgestellt haben, wir haben auch eine Dame in unserer Gruppe, die hasst Wortspiele. Und das ist dann kommen wir mal mit Sabuka. Das alte Spiel von Abacus. Abacus, ja. Das finde ich ein grandioses Wortspiel. Das macht total Freude. Du kriegst einen Satz Buchstaben, du versuchst daraus ein Wort zu bilden. Du musst nicht alle verwenden, die anderen Karten kannst du einfach weglassen. Und dann mischst du die Karten und legst sie aus. Und die anderen müssen aus diesem Wirrwarr dann rauskriegen, welches Wort du da gelegt hast. Macht total Freude. Finde ich total super. Ist eigentlich auch ein Absacker. Aber das war dann so etwas, wo wirklich deutlich wurde, mit dieser Frau kann man keine Wortspiele spielen und sie weigert sich auch grundsätzlich alles in dieser Richtung zu spielen. Also, ich bin nicht Wortspielen abgeneigt. Ich bin nicht gut da drin, aber ich habe Freude dran. Gela, hast du auch sowas? So eine Art von Spielen? Ja, definitiv. Bei mir stapeln sich mittlerweile etliche Flickspiele und ich finde nur ganz selten jemand, der sie mit mir spielt. Pass auf, wenn du mal irgendwann nach Berlin kommst, nimm einfach mal ein paar mit. Nee. Nee. Fahr nach Berlin. Das wäre dann wahrscheinlich genauso, wenn ich mit den irgendwie vielen irgendwelche Quizspiele spielen würde. Ja, da würde ich rennen. Ja. Also, irgendwelche Schnipsspiele, das sind doch keine Spiele. Das ist irgendeine Beschäftigung mit Geschicklichkeit, mit Körperbeherrschung. Das ist kein Spiel. Das ist nichts für die grauen Zellen. Nee, das ist der Ausgleich dazu. Dann kann ich mich auch auf Strampelrad setzen. Nee. Tust du ja auch nicht, oder? Nee. Das hättest du jetzt nicht so laut sagen müssen. Ich sehe gerade, da gibt es eine Junior Edition von Smart 10. Ja. Die kommt, oder nicht? Also oder ja, ich sehe gerade nur ein Bild. Also, Spiel des Jahres, also das Spiel der Spiele geworden in Österreich. Hier steht Erscheinungsjahr 2018, ne? Wahrscheinlich nur in Österreich oder sowas. Onko Ulet Suomen Präsident, oh Gott, nee, das ist wahrscheinlich irgendwas Finnisches. Ich fand das schon irgendwie cool, aber ich weiß halt genau, dass ich dann halt einfach keinen Spaß habe daran, mit den anderen das zu spielen und die haben auch keinen Spaß, das mit mir zu spielen zum Beispiel. Obwohl ich jetzt gedacht hätte, dass gerade Smart 10 eigentlich eines der Spiele ist, die da dann eher noch passender sind. Weil es funktioniert ja so, dass jeder eine Antwort gibt und dann wird das ja erstmal weitergegeben. Und je nachdem, wie viele Teams dabei sind. Also da hat ein Spieler ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich weiß 8 von 10 Dingen und die ratter ich jetzt einfach runter. Die anderen scheiden halt vorher aus und ich nehme dann halt noch 3 raus. Dann habe ich auch wieder mehr Punkte wie alle anderen. Okay. Das klingt jetzt echt so ein bisschen überheblich, oder? Ich habe halt eher die Erfahrung gemacht, es gibt Kategorien, da weiß einfach keiner was. Die sind dann so absurd, dass alle und raten. Und dann gibt es aber Kategorien, aber ja, vielleicht haben wir dazu zu ähnliche Interessen mit unseren Mitspielern. Welcher Freizeitpark? Wenn es so um Filme oder so geht oder um Computerspiele, wo dann eigentlich. Also, wir hatten es meistens so, entweder dass keiner was weiß oder dass. Ja. Viele viel wissen. Aber du stimmst das ist das mir Tolle doch an Kneipenquiz. Ja, das sage ich dann aber auch, wenn ich die Frage vorlese. Okay, weiß ich, kann ich denn gleich sagen? Kann ich denn auch gleich sagen? Kann ich denn auch gleich sagen? Ja, aber bei Kneipenquiz ist es ja wenigstens so, dass man sich tatsächlich wenigstens gefühlt ergänzt. René, hatte ich dich jetzt auch schon gefragt? Nein, hattest du nicht, aber ich kenne das mit den Quizspielen. Was, dass du die auch nicht spielen willst? Nee, dass keiner die mit mir spielen möchte. Aber da bin ich mittlerweile drüber. Und dann haben wir tatsächlich halt dann Kneipenquiz, wo ich dann dieser Leidenschaft frönen kann, ohne dass die anderen sich angepisst fühlen.
Das klappt dann ganz gut. Es gab da auch mal wie, es gab von Moses eine ganze Latte, denn danach glaube ich noch, wie hieß denn das? Na, ist auch egal. Ja, wenn die Hörer vielleicht irgendwie einen Tipp haben, außer Kneipenquiz für mich, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich würde gerne mal Terra kennenlernen oder Fauna, aber da sagen dann alle. No Jack kannst du spielen. Oder da sagen dann alle halt, so, nee, mit dir spielt das sowieso nicht. Das ist halt scheiße. Macht ja keinen Spaß. Also ich würde dann nochmal, seid ihr schlauer als die Box of Rocks ins Spiel bringen? Das sind vielleicht qualitativ nicht die besten Fragen, aber damit haben wir jetzt zumindest einige spannende Abende verbracht. Da, ich da ist es spannend, dass du eben immer 0, 1 oder 2, also wirklich die Zahlen als Antwort hast und da kommst du dann ins Überlegen. Ist es jetzt gar keiner, haben die Frage einfach so gestellt, aber nein, auf die Frage würde man doch gar nicht kommen, also muss doch eigentlich mindestens einer sein. Also da finde ich, es gibt schon ganz coole Fragen, wo man einfach gemeinsam drüber grübeln kann. Und am Ende gibt es manchmal auch gemeinsam oder verliert. Mal so, mal so. Angela Merkel hat nur einen Doktortitel. Helmut Kohl hat deutlich mehr und nach ihm ist sogar eine Rose benannt. Ja, es ging aber nach echten Doktortiteln und nicht nach Ehrendoktern. Der Helmut Kohl hat einen echten. Ja, Angela Merkel auch. Ja. Und 17 Ehrendoktor. Aber ja, der Kollege von Siegpunkt bei YouTube hat dort einen Stream damit gemacht. Den habe ich mir angeguckt und dann habe ich gedacht so, ja, okay, weißt du, ja. Naja. Also leider ist das redaktionell nicht super bearbeitet, also wir haben schon den einen oder anderen Fehler leider finden können, aber dennoch finde ich das halt auch ganz witzig, einfach wenn man sich genau überlegen muss, ist es einer oder doch gar keiner? Spannend. Aber es fällt ja dann auch wieder alles zu mir zurück. Ja, meistens. Die sagen die, ja, ich weiß es nicht, dann sage ich dann, ja, ich habe wahrscheinlich das irgendwo mal gelesen oder gehört und dann bin ich wieder der Buhmann. Ja, ist ja auch so. Sowieso. Du weißt, dass ich hier in den Reglern sitze. Ja, ich weiß. Ja, Let's Quiz Again. War es Let's Quiz Again? Allgemein. Ach, Moses hat da auch echt so viele Quizspiele. Gut. Ich hätte noch eine Frage der Woche. Jetzt noch mal. Ja, ich hätte ansonsten mal die Gela gefragt, unseren Gast, ob du ein Thema mitgebracht hast, über das du gerne sprechen möchtest. Nein. Genau. Ja, nein. Also mir ist was aufgefallen. Also ich höre gerne mir Podcasts an und ich gucke mir auch auf YouTube den einen oder anderen an im deutschen Raum und auch aber auch amerikanische Podcasts und Blogs und so. Und eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich eigentlich manchmal so denke, die Brettspielszene wird ja im Moment immer größer und ich sage es einfach aus der Position des Spielers und ich habe eben Spielegruppen, wo wir wirklich Vielspielerspiele spielen, aber ich habe zum Beispiel auch eine Gruppe mit Frauen, wo wir eigentlich so den mittleren Bereich abdecken und auch viele Partyspiele spielen und sowas, aber wir treffen uns seit Jahren, jeden Monat, das ist wirklich regelmäßig und ich habe vielen von denen auch mal gesagt, guckt euch mal für Regeln das Video an oder guckt euch mal den Podcast an oder irgend sowas. Und mir ist aufgefallen, dass oft in Deutschland die Podcasts oder die YouTube recht negativ sind vielen Spielen gegenüber. Oder sie aus einer Sicht bewerten, dass sie eben Vielspieler sind. Und Leute, die neu in das Hobby reinkommen, die sich die Sachen angucken, die können das oft gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, dass da, wenn ich mir dagegen zum Beispiel einen Rado angucke, der ist immer enthusiastisch. Ich meine, das ist wie eine Werbesendung oder es ist eine Werbesendung und der ist immer total positiv und das ist alles super und alles toll, aber es nimmt einen unheimlich mit. Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass einfach, wenn man Spiele vorstellt, die für einen breiteren Markt sind oder für ein gehobenes Familienspiellevel sind, dass man die auch so vorstellt. Denn wenn ein Vielspieler so ein Spiel vorstellt und danach sagt, naja, ging so, die Leute, die sich das Spiel kaufen wollen, die sich so ein Video angucken, die können mit der Bewertung dann nichts anfangen. Und das finde ich manchmal echt schade. Ich könnte jetzt einen Rant ablassen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Das musst du wissen. Also ich
Ich würde jetzt mal ganz, ganz böse in den Raum werfen, die Jury ist daran nicht unschuldig. Ja. Also das muss jetzt die Jury für sich selbst überlegen, ob sie sich diesen Schuh anziehen möchte. Aber es wurde irgendwann mal diese Direktive ausgegeben, dass wir kritischer zu den Spielen sind und auch einfach sagen, wenn sie scheiße sind. Und das führt dazu, dass es Leute angefangen haben zu sagen, ich kann nicht einfach nur alles loben. Gibt ja auch dann immer die Kommentare unter den YouTube-Videos, wo es dann so heißt, ja, du findest ja immer nur alles geil. Wobei man beim Rado, wenn man genug Videos gesehen hat, kann man sehr wohl zwischen amazing und fantastic gut unterscheiden. Also das klingt zwar alles toll, aber man kann schon rauslesen, was ihm nicht gefällt. Du meinst, das ist wie so ein Arbeitszeugnis, ja? Genau. Das ist ein super Beispiel. Arbeitszeugnis und, klingt auch immer gut, aber eigentlich ja auch, wenn man weiß, wie man... Da gibt es ganz viele Verklausulierungen, genau. Diese Verklausulierungen gibt es noch nicht standardmäßig in irgendwelchen YouTube-Videos, aber dass die Leute einfach das Gefühl haben, ich darf nicht alles loben, ich muss mindestens irgendwas Schlechtes finden. Und das finde ich so traurig. Ich meine, wenn ein Spiel scheiße ist, dann darf man das sagen. Und es gibt auch Spiele, die ich scheiße finde, die dann trotzdem irgendwie von ganz vielen Leuten geliebt werden, wo ich sage, das ist doch in Ordnung, sollen sie Spaß mit haben, muss ich ja nicht spielen. Aber es gibt dann diese Leute, die sagen, ja, guckt mal hier, ich habe Charakter, ich habe Stil, weil ich finde das Spiel scheiße. Und dann denke ich mir so, nee, das zeichnet dich nicht aus. Auszeichnen tut es dich, wenn du auch erklären kannst, was an dem Spiel scheiße ist, wenn es denn scheiße ist. Und es gibt genug Spiele, wo ich sage, ich kann dir genau erklären, warum ich sage, das funktioniert nicht. Und trotzdem können andere Leute das toll finden und das ist auch in Ordnung. Aber ganz oft geht es nur darum, ich will es halt einfach scheiße finden, weil ich irgendwie meinen Charakter ausbilden will oder weil ich zeigen will, in welche Richtung ich hier agiere oder weil ich einfach zeigen will, dass ich nicht alles nur toll finde. Und das ist einfach mies. Und an der Stelle finde ich, da muss einfach mal, und da würde ich sagen, hängt das damit zusammen, 90% aller Rezensenten, ich verwende jetzt mal diesen Begriff, den wir in Deutschland haben, sei das jetzt im Podcast, YouTube, schriftlich, was auch immer, sind noch keine 10 Jahre in diesem Hobby drin, zum Teil nicht mal 5. Sonja, du hast jetzt gerade 6-Jähriges gehabt, nicht wahr? Also ja. Ich würde dich, und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, auch noch als Jungspund bezeichnen in diesem Hobby. Ist völlig in Ordnung für mich. Ja, aber die Alten, also das, was, also, wenn du jetzt irgendwie so an die, ich mach mal anzunehmen, die richtigen echten Kritiker. So. Ja, die Anführungszeichen sind berechtigt, ja. Ja, wir wurden auch mal als nicht richtige Pressenäherin, wie war das? Egal. da ist es manchmal echt so ein bisschen dieses Überkritische, das ist tatsächlich irgendwie. Aber ich finde das gerade spannend, was Gela sagt, weil das ist jetzt ja unsere dritte Gastspielfolge und wir reden zum dritten Mal über so ein ähnliches Thema. Der Olli hatte sowas gesagt, so von wegen, wo Spieler als Schmutz bezeichnet wurden. Dann hatten wir ja den Chris als Gast, da hatten wir ja auch das Thema und jetzt sind wir ja wieder, ob man ja Spieler als Schmutz bezeichnen darf und ab wann und oder ob man halt Spieler auch immer abfeiern soll. Also das ist halt echt. Ja, wobei, also ich denke mal, es gibt da noch zwei Sachen. Also zum einen, wir sind es, glaube ich, auch kulturell, gehören wir ja grundsätzlich eher als Deutsche zur Meckerfraktion. Also nein. Es ist ja selten so, dass in Deutschland immer alles positiv gesehen wird, sondern es wird eher so das Negative immer hervorgekramt und drüber nach. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie so ein kulturelles Ding auch. Und zum anderen kommt halt hinzu, die das machen, uns oder mich damit eingeschlossen, sind ja auch alles in dem Sinne keine, in Anführungszeichen, echten Kritiker, sondern Hobbyisten. Ne? Wir machen das, weil wir Spaß am Thema haben dann noch Spaß mit dem Medium und darüber zu sprechen. Und was natürlich ganz, ganz schwer auch nur fällt, ist zu unterscheiden, gefällt mir das Spiel, weil es ist, weiß ich nicht, meine Baustelle ist, dem Arne wird kein Spiel oder die wenigsten Spiele, die ich toll finde, gefallen. Aber trotzdem heißt es ja nicht, nur weil es ihm nicht gefällt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und ich glaube, diese Unterscheidung immer zu treffen, ist auch gar nicht so immer so einfach. Mhm. Weil wir ja sehr oft über unseren persönlichen Geschmack halt auch einfach sprechen. Und es tut halt manchmal, glaube ich, einfach gut über manche Spiele, wo ich sage, okay, die sind einfach überhaupt nicht mein Ding.
da spreche ich auch dann am besten gar nicht drüber, weil ich weiß, ich werde nicht positiv über solche Spiele sprechen. Stichspiele. Genau, ich werde doch, wenn ich über ein Stichspiel spreche. Dann ist es was Besonderes, ja. Genau. Dann ist es was Positives und wahrscheinlich werde ich da positiv über das Spiel reden, zum Beispiel hier die Gru. Ne? Da, wo ich weiß, so, das hat mir tatsächlich als Stichspiel, macht mir das Spaß und das ist was Besonderes, also kann ich darüber schon reden. Ich muss jetzt nicht jedes Stichspiel sagen, so, das gefällt mir nicht, das ist Käse, das ist mies. Und ich glaube, das funktioniert, also das klappt halt nicht immer bei jedem auch. Ne? Also ich möchte mich da auch gar nicht immer ausschließen, dass ich auch mal einfach nur sage, es hat mir nicht gefallen, es hat nicht funktioniert, deswegen ist es doof. Ich glaube, dass man das ein bisschen differenzieren muss, einfach, was ein Spiel sein will. Und mich stört gar nicht das Auftreten von einem Blogger oder von einem YouTuber oder sowas. Entweder gucke ich es mir an, dann gefällt es mir, oder ich gucke es mir nicht an, ganz einfach. Aber ich finde es ganz schwierig, dass oft Leute, die eben wirklich Vielspieler sind, Spiele rezensieren, die Familienspiele zum Beispiel sein wollen, und sie setzen aber die Messlatte an für ein Kennerspiel. Und das kann nicht funktionieren, aber ich finde, es kommen unheimlich viele Leute, gerade im letzten Jahr, neu in das Hobby. Also ich sehe das über meine Kinder halt, dass viele Familien auch, weil die das über die Kinder mitkriegen, bei uns auch mal anrufen oder auch mal schreiben und sagen, du, ich habe, keine Ahnung, im Spiegel online gelesen, da gibt es 10 tolle Spiele, bla, was würdest du denn sagen? Und wenn die sich dazu gerade Videos angucken, ist es oft so, dass eben die Latte mittlerweile von den Vielspielern, die darüber reden, sehr hoch gesetzt wird. Aber ein Familienspiel will immer nur ein Familienspiel sein. Und der neu ins Hobby kommt, der kann gar nichts damit anfangen, wenn dieses Spiel höchsten Ansprüchen der Komplexität entspricht. Dann ist es nicht mehr das Spiel für ihn einfach. Und ich glaube, da wäre es manchmal besser, wenn es einfach gar nicht rezensiert werden würde. Oder eben, dass man sich vielleicht auf das Denken dann auch ein Stück runter begibt, sage ich mal. Also ohne überheblich zu klingen. Ja, es gibt halt keinen einfachen Weg in diese, René sagt immer, wir sind ja alles in die Brettspielblase. Da gibt es ja keinen einfachen Weg. Ich hatte jetzt neulich einen Kollegen, den habe ich auf meiner Arbeit eingearbeitet, da hatten wir auch, man hatte halt irgendwie 4 Stunden Zeit im Auto, quatscht man halt, haben wir auch über den Brettspiel-Podcast, er meinte, oh ja, Brettspiele mache ich auch ganz gerne, ich höre das mal an, was ihr da macht. Da habe ich mir gesagt so, ey, wenn du jetzt bei Folge 365 einsteigst, ist das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen drüber. Das wird wahrscheinlich kein guter Einstieg für dich sein, weil wir wahrscheinlich hauptsächlich mit Dingen um uns werfen, mit Worten, was ich ja immer versuche, auch schon so ein bisschen abzufangen, zum Beispiel bei Matthias. Aber der Einstieg in diese Szene ist halt wahrscheinlich über die YouTube- und Podcast-Welt halt echt schwierig, weil wir halt einfach alles komplette, ja, Boardgame-Geeks sind, die halt komplett abnerden. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Weil, was ich gerade sagte, die meisten sind noch keine 10, zum Teil nicht mal 5 Jahre dabei. Sie nerden ab mit einem Wissensstand. Und ich meine, wie gesagt, ich meine, wie viele von diesen Leuten haben auch nur 10% der, weiß ich nicht, sagen wir mal, BGG Top 100 gespielt oder so. Sie gehen damit ran, als hätten sie ein gewisses Wissen, nerden komplett ab und verlieren dabei sowohl die Leute, die einsteigen wollen, die davon überhaupt nichts verstehen, die irgendwie eine Hilfe brauchen, als auch auf der anderen Ende die Leute, die aber verstehen, worum es eigentlich geht und sagen, nee. Ja, aber brauchst du dieses ganze Wissen wirklich? Das ist so die Frage, ne? Brauchst du das wirklich? Oder ich sag mal so, weißt du, ich gehe das mal von der anderen Seite an. Wenn einer mich fragt, ich würde gerne Spieleautor werden, was müsste ich denn dafür machen? Dann wäre meine erste Antwort, spiel erst mal ganz viel und lern erst mal kennen, was es auf dem Markt gibt, damit ich nicht die 75-millionste Monopoly- oder Mensch-ärger-dich-nicht-Variante zu sehen kriege. Weil die Leute können nur das im Kopf variieren, was sie kennen. Und tatsächlich, die Kreativität kommt erst durch Erfahrung. Ein guter Schriftsteller hat auch verdammt viele Bücher in seinem Leben gelesen. Er muss nicht alles gelesen haben. Reden wir ja über jemanden, der, wie gesagt, ich denke, das sind alles Leute, die es aus dem Hobby heraus machen, die ihr Thema, das Hobby toll finden und sich gerne auch einfach mitteilen möchten. Und
ich sage jetzt mal, der Großteil davon, die machen es einfach aus Spaß. Manche machen das aus Mitteilungsbedürfnis, weil sie denken, sie sind der tolle Hecht und müssen das jetzt allen zeigen. Und da würde ich auch gegenüber den Medienschaffenden einfach auch die Messlatte nicht zu hoch legen und sagen, die müssen das alle gemacht haben. Weil man kann ja trotzdem seine Meinung zu irgendwas äußern. Ne? Und solange das alles fair und im Rahmen abläuft, ja. Du hast völlig recht, René. Das Problem ist wieder, ich habe einen gewissen Anspruch, was ich erwarte, ja. Und der wird halt von vielen nicht eingelöst. Das ist vielleicht natürlich wieder mein Problem. Aber so wie ich das Problem an einem Ende habe, und das ist das, was Gela sagt, ist auch das Problem am anderen Ende, nämlich die, die in das Kobby reinkommen, die werden auch nicht abgeholt. Und wer macht eigentlich was für die? Und in meinen Augen wüsste ich jetzt, wer dafür zuständig ist, und der liefert es nicht. Aber ja. Nee, naja, ich sag mal, ich habe jetzt gerade so ein Inkognito-Tab irgendwie aufgemacht auf meinem Rechner, also ohne irgendwie Tracking. Und da habe ich einfach jetzt bei YouTube mal Brettspiele eingegeben. Welcher Kanal ist da der erste, der da oben steht? Hunter and Friends. Richtig. Hunter und Kron. Genau. Weil sie die größten sind in Deutschland. Und da kannst du jetzt ja über. Also da wird ja schon ein gewisses Euphorie transportiert. Ja, aber nicht sagen von mal so. Hunter. Nicht von Hunter. Es tut mir leid. Ja, Hunter aber. Aber die Frage ist doch jetzt, dass ich persönlich angehen. Aber er macht genau das, was ich vorhin meinte. Er will immer noch irgendwie das Haar in der Suppe erwähnen, weil es ihm wichtig ist. Aber wenn man jetzt, ist das nicht vielleicht die falsche Herangehensweise zu sagen, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe und ich möchte mich da gerne reinarbeiten, sei es jetzt Thema, weiß ich nicht, Pilze sammeln. Nee, ich habe da ein Beispiel gerade. Ich hab da ein hochaktuelles Beispiel persönlicher Natur gerade. Ja. Wo ich auch in so eine Blase jetzt wieder so reingestochen bin. Ich bin ja durch diesen Gartentisch-Podcast so, ey, wo kann man irgendwie Plastik reduzieren, wo kann man andere Sachen? Ich bin jetzt auf einer Suche nach einem neuen Rasierer. So, kennt ihr Rasierhobel? Nein. Das sind diese Opa. Das, also, ich habe zu Hause so ein, keine Ahnung, Gillette Einweg, hier diese Macht 3 oder 4 oder 5, weiß ich, wie viel klingen. Aber es gibt halt, Opa hatte ja früher immer so Rasierhobel. Die gibt es immer noch, und da gibt es genauso eine, genauso wie die Brettspielszene, gibt es dort halt eine Rasierhobel-Szene, wo es halt Reviews gibt von Leuten, die vorm Bartspiegel stehen und sich einfach rasieren. Das ist gruselig. Und da gibt es ja, jetzt habe ich hier jetzt einen Rasierhobel, der hat ein Butterfly-Dings und der hat halt offene Zinken, damit halt mehr Haare reingehen, aber da brauchst du dann noch wieder einen Alaun-Stift. Ein Alaun-Stift ist der Stift, den man sich dann auf die blutenden Stellen wieder klebt, damit das alles wieder zugeht. Aber erklärt es. Das ist super, erklärt es. Nee, das habe ich danach. Aber das ist doch, aber da hast du doch dasselbe Problem, du wirst auch nicht abgeholt. Nee. Und solange das, und da sehe ich, wenn das ein Thema geschafft hat, in den Mainstream reinzukommen, wo die anderen Medien, die sich dann in Anführungszeichen professionell um sowas kümmern müssen, die dafür bezahlt werden, dann hast du die Chance, dass es auch jemanden gibt, der sagt, okay, es gibt hier eine Einstieg für die Neulinge in irgendein Thema. Aber zu sagen, ich bin Neuling und suche jetzt auf YouTube oder sonstiges einen einfachen Einstieg, der mir das Ganze näher bringt, den wirst du so nicht finden, weil da sind die Leute drin, die es als Hobby machen. Und das sind nicht die, meistens nicht die Gelernten, die sowas können oder die halt für den niederen Bereich sind, sondern das sind die Nerds, die sowas machen, aktuell. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Dice Tower Podcast eine ganze Zeit lang, ich glaube alle 100 Folgen oder sowas, immer wieder eine Folge 0 oder eine Folge 1 produziert haben, wo sie Neulinge in die Brettspielwelt eingeführt haben. Also immer wieder kam diese Folge irgendwie neu rein. So, ey, Brettspiele, was sind Brettspiele, was gibt es da, was sind so die häufigsten gängigen Mechanismen, immer so ein bisschen modernisiert über die Jahre. Fand ich großartig. Ich habe auch schon überlegt, ob wir das einfach mal machen. So eine Folge, so eine Tutorial-Folge, die man immer wieder neu aufnimmt. Blödes Konzept, aber das fand ich halt beim Dice Tower halt wirklich spannend, dass man das immer wieder jedes oder alle 2 Jahre aufnimmt und dann kannst du sagen,
ey, du bist jetzt neu, hör dir mal diese Folge an. Damit du mal so ein Gefühl kriegst für so, was ist so ein Podcast oder nicht, was der Podcast ist, aber worum geht's gerade? Was sind so die Themen der Brettspielszene? Wo ist dein Einstieg? Was möchtest du spielen? So Zug um Zug, so die ganzen Klassiker vielleicht alle mal kurz anreißen, so die ganz großen Klassiker, ich mache jetzt Anführungszeichen, quasi einmal Asmodee, einmal so abfrühstücken. Nein, aber dass man da einfach einen Sprung bei sowas fehlt. Sowas fehlt. Bin ich absolut bei dir? Das Problem, was ja, also das Schlagwort, unter dem ja zum Teil einiges abläuft, ist unter dem Begriff Gatekeeping. So frei nach dem Motto, man lässt ja die anderen nicht rein, weil man ist ja hier so seine eigene Blase. Und ich glaube, 99% davon wollen das eigentlich gar nicht betreiben, tun es aber indirekt. Und der Punkt, das jetzt für mich ist, ja, du willst auf der einen Seite diesen Eindruck haben. Wie kannst du dann zum Beispiel, um jetzt das Gegenargument zu bringen, wie kannst du dich auf einem, deine Rasierer, weißt du, wenn da jemand sagt, ich möchte mich da einfach mal auf einem wissenschaftlich spannenden Niveau unterhalten, dann kann das nur mit Gatekeeping funktionieren, dann kann das nur damit funktionieren, indem ich da auch mit Fachbegriffen arbeite und mich mit entsprechenden Leuten, die das auch auf dem Niveau haben wollen, austauschen kann. Und dann bist du immer automatisch draußen. Das müsste man aber von außen einfach nur kennzeichnen. Ja, aber du müsstest doch trotzdem irgendwie mal so ein Sprungbrett anbieten. Also vielleicht sollten wir das wirklich mal angehen, dass wir mal wirklich mal so eine Folge haben, die wir einfach jedem, wenn ich jetzt so einen Kollegen im Auto habe, so, ey, ich interessiere mich für Brettspiele, ich hör mir mal euer Projekt an, dann sage ich, nee, hör dir nicht das Projekt an, sondern hör dir explizit diese Folge an. So diese, Sprungbrett oder sowas. Das fehlt da. Finde ich super. Finde ich auch eine gute Idee. Dass man da mal so einen Einstieg hat, den man vielleicht wirklich dann auch mal irgendwie alle Jahre mal aktualisiert. Da hat es sich schon gelohnt, die Gela einzuladen für die Frage, oder? Bitte, danke, Gela, jetzt haben wir wieder Arbeit. Nein, aber sowas gibt es ja nicht. Nee, also im deutschsprachigen Bereich nicht. Also ich wüsste es nicht, falls irgendwie ein Hörer das irgendwie weiß, schreibt uns da mal bitte. Erarbeiten wir uns mal was, glaube ich. Da arbeiten. Das finde ich einen sehr guten Plan. Aber bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, würde ich gerne nochmal die andere Seite der Medaille nennen. Weil ich habe eher das Gefühl, dass es immer heißt, dass die Rezensenten in Deutschland zu positiv drüber schreiben und ja immer alles abfeiern. Und sehe das eigentlich eher problematisch als umgekehrt. Was? Das wäre ja was Schönes. Ja, okay. Aus Verlagssicht, ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mich relativ häufig rechtfertigen muss, weil die meisten der Spiele, die ich auf meinem Blog rezensiere, die frage ich an, weil sie mich interessieren. Und demnach, natürlich hat man da mal Spiele, die einem besser und die einem weniger gefallen. Aber in der Regel sind die meisten Rezensionen doch eher positiv, weil ich ja auch, also ich spiele ja nicht wie zum Beispiel eine Jury alles, sondern ich wähle ja schon aus und wähle danach aus, was mich interessieren könnte. Aber und das machen ja, denke ich, die meisten so, die es als Hobby machen. Zusätzlich hast du auch noch ein sehr, sehr grobkörniges Bewertungssystem mit 1 bis 6. Also, weißt du, ich glaube, alleine wenn du sagen würdest, ich gehe mal statt von 1 bis 6 von 1 bis 12, würden zum Beispiel auch 4 Punkte bei dir schon nicht mehr ganz so positiv wirken. Ja, das mag sein. Das ist so dann die Psychologie der Zahlen, weißt du, so diese 100%, das wirkt viel feinstufiger, auch wenn keiner erklären kann, was der Unterschied zwischen 91 und 92% ist, weil es bla ist, aber dieses, oh, ich habe nur 4, 5, 6 oder so, das wirkt dann so alles, ja, das ist alles gleich gut. Das ist eher so die Problematik. Okay, das mag sein, aber auch da, also ich frage ja meine Hörer regelmäßig oder meine Leser regelmäßig, und das habe ich ja auch gerade getan. Und die meisten wünschen sich eben solche Bewertungen, weil man damit besser vergleichen kann. Ich hinterfrage das ja auch ständig, ob tatsächlich diese Bewertungen noch relevant sind oder nicht und ob man nicht lieber davon weggehen sollte. Weil es ist natürlich schwierig, ein Lama mit einem Wasserkraft zum Beispiel zu vergleichen. Da finde ich halt, wie gesagt, das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, dass man halt seinen eigenen Geschmack irgendwie herausstellen sollte, muss. Und genau. Du kannst das ja nicht objektiv bewerten, sondern es ist ja immer auf dich bezogen. So. Ja, wir haben doch auch hier am Anfang auch diskutiert, wollen wir irgendeine Art von Punkte oder Bewertung für irgendwelche Rezensionen machen? Da haben wir uns ja auch ganz schnell von verabschiedet, ja, das irgendwie Daumen zu machen. Rauf, Daumen runter hatten wir mal. Aber Sonja, genau. Du hast jetzt ein total tolles Spiel, ne? Total super. Aber dann hatte jetzt Cthulhu als Thema.
ich weiß, dass du da differenzieren würdest und sagen, ey, das ist ein cooles Spiel, gib dem jetzt irgendwie 5 von 6 oder sowas. Aber eigentlich findest du es doof und würdest es wahrscheinlich nicht nochmal mit der Kneifzange anfassen. Oder Undaunted ist ja auch so. Undaunted ist, glaube ich, gerade ein gutes Thema, sind wir wieder bei dem Spiel. Da hattest du ja letzte Woche drüber geredet, hast gesagt, ich finde das Spiel total mechanisch, total spannend, was da auch abgeht. Aber das Thema schreckt mich ab. Und ich habe jedes Mal eine Einstiegshürde, dieses Spiel zu spielen. So. Ja, und das würde ich in die Rezension reinschreiben, aber trotzdem würde ich da jetzt locker von einer 5 von 6 ausgehen mit meinem Wertungssystem. Ja, aber warum steht da so weil eine absolute, es einfach Spaß macht. Warum steht da aber so eine absolute Zahl drunter? Das ist jetzt eine Grundsatzfrage natürlich, ne? Also muss da eine absolute Zahl drunter stehen. Ist für mich natürlich auch einfach. Ich scroll da einfach durch, sehe, ey, 5 von 6 scheint ein cooles Spiel zu sein. Heute auch irgendwie. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, ist jetzt ein neues Switch-Spiel rausgekommen, da sind die ganzen Reviews heute reingetrudelt. Ich sehe einen Blogbeitrag von der Webseite, scroll nach unten. Ah, 9 von 10. Ohne einen Satz gelesen zu haben, denkt mir aber, ist ein cooles Spiel. So. Ob das jetzt differenziert ist oder sowas, ob die grafische, was weiß ich, ja, was denn? Ich möchte den Namen nicht erwähnen, oder die Webseite, an die ich jetzt gerade denke. Mm. Die mit den Würfeln? Mit / HP im Namen, also in der URL. Ja. Ich weiß, dass das tatsächlich, also das mit den Noten ist ja ein Problem, das hat ja auch die Spielbox ewig gehabt. Und mit Zahlen, also man sieht es dann auch wieder, wenn es darum geht, dass Leute irgendwelche Hate-Bewertungen auf Boardgame-Geek abgeben und so. Das ist einfach nichts Aussagekräftiges, aber wir sind in einer Zeit, wo die Leute einfach eine Zusammenfassung haben wollen, wo sie das einfach erwarten. Ich glaube, Sonja, wenn du einfach mal die Noten weglassen würdest, dann würde die eine Hälfte es nicht merken und die andere Hälfte würde sagen, wo ist sie? Übrigens, Calico 5 von 6. Jetzt suche ich gerade ein Wortspiel mit Cthulhu, also ein Cthulhu-Spiel mit Worten, wo man dann, Hashi, Sonja werden wir auch noch finden. Hashi hat auch 5 von 6, aber das ist nicht Sonjas Seite. Nee, aber ganz ehrlich, also damit es soweit kommt, dass ich über ein Cthulhu-Spiel schreibe, und das habe ich ja im weitesten Sinne sogar getan, und zwar bei Berge des Wahnsinns, und das hat mir durchaus auch gefallen, dann hat es ja schon mal eine Hürde überwunden, dass ich es überhaupt anfasse und mich näher damit beschäftige. Ja, aber das ist ja das, was ich eben meinte, ne? Wenn ich über ein Stichspiel rede, werde ich wahrscheinlich irgendwie positiv darüber reden. Oder Death May Die, ne? Wo ich halt. Oh, geiles Spiel. Genau. Ja, aber das ist. Ja, das ist doch auch der gute Weg. Aber was ich zum Beispiel schon ein paar Mal mir gedacht habe, ist, wenn ich sehe, dass jemand 10 Spiele rezensiert und die sind immer gut und alles gut, jetzt Matthias wird 10 Eurogames bewerten, so, und dann nimmt er ein Geschicklichkeitsspiel und die Euro-Spiele hat er alle zwischen 8 und 10 und dann kommt das Geschicklichkeitsspiel und dem haut er eine 2 rein. Dann oder eine ist einfach 1. Die Frage, oder eine 1 oder eine 0, dann ist einfach die Frage, sollte man überhaupt das tun? Und das meine ich einfach, dass wenn ein Spiel redaktionell schlecht ist oder wenn es grobe Fehler hat und nicht funktioniert, ja natürlich, aber wenn das eigentlich ein gutes Spiel ist, was in der Zielgruppe funktioniert, warum muss dann jemand, der sich eingeschossen hat auf seinem Kanal in die und die Spiele, zwischendurch so ein Spiel nehmen, nur um einmal reinzudrücken? Also ich glaube, das ist schade. Das ist super schade. Ich glaube, was ich machen würde, ist, würde sagen, Leute, ich werde dieses Spiel nicht rezensieren, weil ich nicht der Richtige für diese Art Spiele bin. Mhm. Da könnt ihr euch woanders schlau machen. Von da aus gesehen, außen vor. Deswegen. Aber das ist ja auch eine Transferleistung, die ich dann in Worte fassen muss und anderen vermitteln muss. Und da kommt dann wieder das Thema Erfahrung mit rein. Dass dieses mein Profil beinhaltet, dass es Spiele, die wirklich überhaupt nicht zu mir passen, dass ich die auch gar nicht erst erwähnen muss, sondern sagen, Leute, ja, zu dem Spiel werde ich nichts sagen, weil ist nicht mein Profil, interessiert mich nicht. Ja, vor ein paar Jahren, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen gewandelt, also wir haben ja auch Spiele, Rezensionsexemplare bekommen, da war Sonja noch nicht im Boot, aber da haben wir uns manchmal vor der Messe hingesetzt, haben so geguckt, okay, diese Spiele sind jetzt auf der Neuheitenliste, so, was könnte jetzt René interessieren, was könnte jetzt Arne interessieren, was könnte Matthias interessieren? So, da haben wir schon so diesen Kuchen schon ein bisschen aufgeteilt, ne, so nach Interessen.
Oder es gab vielleicht zwei oder drei Spiele pro Jahrgang, wo wir gesagt haben, das interessiert mehr als eine Person. Genau, also da haben wir schon geguckt, dass wir da halt schon eine Vorauswahl getroffen haben. Wenn ich natürlich, wenn ich jetzt natürlich ein Einzelkämpfer-Blog oder YouTube bin und möchte so viel wie möglich haben, dann versuche ich auch so viel wie möglich irgendwie zu besprechen. Aber da musst du halt wirklich versuchen, irgendwie so dein USP irgendwie, also deine Komfortzone finden. Nee, Komfortzone ist schlecht. Aber dein Profil zu finden, halt, was du halt sein willst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel bei YouTube irgendwie bei Victoria Vater wirst du, glaube ich, jetzt schwerlich ein Lama-Würfelspiel finden. Sondern der hat seine Nische da gefunden. Oder und das halt, ist gut so. Ne? Genau, das ist, genau. Das ist das, was wir ja auch versucht haben. Ne? Es gibt ein Profil und wenn ich mir Victoria Pater angucke, dann möchte ich auch gar kein Lama da sehen. Oder die dann Nische oder sowas. Oder was ist da, also, ne? Genau, dann möchte ich eine gewisse Art von Spielen, die in das Portfolio dieses YouTubers oder dieses Medienschaffenden passt, sehen und dann kann der oder dann kann ich auch sagen, okay, wenn der jetzt die und die beiden Spiele miteinander bewertet, die aus demselben Bereich kommen, dann passt das auch ungefähr zu meiner Meinung oder zu meinem Spielegeschmack. Und wenn er sagt, das war gut oder das war besser als das andere oder das andere war schlechter als das andere, dann hat das eine Aussagekraft. Aber es hilft natürlich nicht, wenn ich ein Monopoly und ein Gloomhaven gegenüberstelle und sage, ja, Gloomhaven ist das schlechtere Spiel. Ist es das? Ja, da weiß ich nicht. Ich bin unsicher bei den beiden. Nein, ja, aber das kannst du ja nicht mal sagen. Wenn du jetzt einfach jemanden von der Straße holen willst und sagst, ey, möchtest du jetzt Monopoly oder Gloomhaven, dann hat der wahrscheinlich mit Monopoly mehr Spaß als mit Gloomhaven. Genau. Das ist richtig. So ist es. Also, ne, wir müssen auch von diesem Ross runterkommen, irgendwie immer dieses Monopoly zu verteufeln. Das regt mich auch jedes Mal auf. Nein. Es gibt Leute, die Spaß damit haben. Es gibt Leute, die haben Spaß mit Mensch ärger dich nicht. Schwiegermutter erzählt immer von ganz tollen Sechserrunden, wo sie Mensch ärger dich nicht gespielt haben. Die haben Spaß mit dem Spiel und darum kommt es jetzt an. Dass sie jetzt nicht wissen, was es da noch alles gibt und in diese Welt einzusteigen, da sind wir wieder bei dieser Ausgangsfrage. Dieser Einstieg in diese Welt, entweder finden sie ihn nicht oder brauchen sie gar nicht zu finden, weil es sie gar nicht interessiert, sondern weil sie mit diesem einen Spiel glücklich sind. Matthias sagt auch immer, wenn ich frage, warum gibt es immer noch Catan-Erweiterungen, weil es immer noch Spieler gibt, die nur Catan spielen. Und bei Catan wird ja mittlerweile genauso verteufelt. Ich finde das immer ganz schlimm. Ich finde Catan immer noch grandios. Ich habe so viele tolle Erinnerungen dran. Aber wisst ihr was? Ich würde jetzt gerne mal das Profil von Gela kennenlernen. Also ich weiß schon mal, Gela mag Geschicklichkeitsspiele und sie hat Schwierigkeiten, Leute zu finden dafür in ihrem näheren Umkreis. Aber was magst du noch für Spiele? Nenn mal so ein paar Spiele, an denen du besonders viel Freude hast. Okay. Ich mag gerne schöne Spiele. Also im Moment habe ich zum Beispiel Lizard Wizard gebackt, weil ich die Optik so toll finde. Ich Mystic Vale mit allen Erweiterungen. Drei Leute googeln gerade Lizard Wizard. Ja. Nee, muss ich nicht. Ich mag gerne sowas wie die ganzen normalen großen Vielspielerspiele. Also ich spiele einfach alles mit. Aber ich habe ein sehr differenziertes Mitspielerportfolio sozusagen. Und deswegen setze ich mich auch für jedes Familien- oder niedrige Kennerspiel hin. Aber vor allem schön müssen sie sein. Ich liebe auch Tangarden. Es wurde furchtbar zerrissen. Ich mag das. Wenn ich jetzt gerade Lizard Wizard angucke, muss ich jetzt gerade an Everdell denken. Das findest du ja, bestimmt auch. Ja, Everdell ganz, auch. Ganz und ich habe auch den Karton aufgemacht und. Aber Everdell ist auch noch geschockt. Ein super Spiel. Ja, aber die Erweiterung ist schlecht bestückt. Das weiß ich nicht. Also die meine Freundin, die hier kam, die hat die Kickstarter Deluxe-Version mitgebracht, deswegen kann ich das nur. Ja, meinst du die Pearlbrook Edition? Ja, die habe ich vorgestern aufgemacht und ich kenne die KS-Version leider. Ich glaube, die soll ja irgendwie 50 Euro kosten. Hui. Ja, sind wir, ich will jetzt nicht die Preisdiskussion schon wieder antreiben hier. Aber gut, also wenn ich jetzt weiß, für dich ist die Optik sehr, sehr wichtig, weil für dich, wenn das Spiel schön gestaltet ist, dann hast du einen viel, viel höheren Aufforderungscharakter. Also sowas wie ein Michael Menzel,
der macht dich wahrscheinlich dann an oder wie wär's hier so mit einem Vincent Dutré? Oder ja, so hast genau, du da irgendwie ja, so Lieblingsillustratoren? Nee, das nicht unbedingt, aber ich mag sehr gerne Engine-Bilder und wenn die dann zum Beispiel eine schöne Grafik haben, dann kann ich damit sehr, also wenn ich zum Beispiel ein Brass und ein Wasserkraft liegen habe, ich spiele beide Spiele total gerne, aber Wasserkraft ist halt einfach hässlich. Ich habe einen sehr, ja, sehr Brass lieben. Ist schöner, ja. Ja. Das neue Brass. Genau, ich habe einen sehr, sehr lieben Schwager, der auch Vielspieler ist und der dauernd auf Kickstarter unterwegs ist und seine neueste Errungenschaft ist natürlich Kanban jetzt gewesen oder eine seiner neuesten. Und das ist zum Beispiel so ein Spiel, da gucke ich hin und sage, das geht gar nicht. Das geht nicht. Die Diskussion, da muss ich mich zwingen. Die Diskussion hatte ich jetzt am Wochenende oder letzte Woche auch mit einem Friedemann-Friese-Spiel. Darüber können wir auch gleich als nächstes reden, weil tatsächlich da, das hat ja, glaube ich, Maurer wieder illustriert. Nein. Nee? Nein. Ist aber kein Lieske. Doch. Bist du sicher? Ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte gesagt, es wäre ein Maurer. Nein. Sagt er. Okay. Ich gucke nochmal, du redest, ich gucke nochmal, aber ich bin mir da eigentlich 100%. Gela, fällt dir ein Spiel ein, was du schön findest, was abstrakt ist? Ja, auf jeden Fall Azul 3. Finde ich optisch das Schönste von den dreien. Was abstrakt ist? Camisado. Wenn man aus die Seite nimmt, wo nicht die Schriftzeichen sind. Ja. Ich mag einfach diese Farben. Also ich mag auch gerne Comic-Style. Das ist auch okay. Schöne, starke Farben. Ja, Camisado. Okay, das ist doch schon mal, wir haben ja das unser berühmtes Spiel, was der Arne mal wieder als obvious dann ins Rennen schmeißt, so Ethnos. Oh, ich habe einen neuen Kandidaten davon, der Ethnos jetzt ablösen wird, aber ja. Also weil, ich meine, Ethnos, da kann man drüber streiten, ob die Illustration schön oder hässlich ist, sie passt halt nicht zum Spielen. Und, kennst du Ethnos als Spiel? Findest du das gut? Findest du, da sollte man das eine neue Grafik machen? Ja. Du kennst das Spiel? Du kurz und knapp, ja. Das ist, glaube ich, diskussionslos. Okay. So, ich kann inzwischen bestätigen, ich habe verloren, es hat Harald Lieske gemeint. Ja, ich sag's so, ich hab's ja. Eieieiei. Ja. Ja, ich hätte echt gedacht, dass, also, der Harald Lieske hat, eins meiner Lieblingscover hat der Harald Lieske gemacht, nämlich wie hieß denn das? Der hat doch bei Spielworks mal so ein nordisches Spiel gemacht. Ach, irgendwas mit H. Ist auch egal. Warum? Du wirst es uns gleich sagen, wenn du gegoogelt hast. Ich werde es euch definitiv gleich sagen, das wird sich nicht verhindern lassen. Das war von dem Andreas Molter. Ist egal. Ich hab letzte Woche, da möchte ich kurz nochmal drüber reden, ist jetzt auch nur ein Ersteindruck und ich glaube, Sonja hat auch das Spiel Fayum schon mal gespielt. Ich glaube, wir haben kurz mal. Einmal zu zweit, ja. Ja, genau, das ist halt auch mein Eindruck, aber ich möchte nochmal kurz eine Lanze brechen für Friedemann Friese und was er, dass ein Autor ist. Heitabu. Ja. Wirklich, ist ein schönes Cover. Ist übrigens in Schleswig-Holstein, aber das ist für mich schon nordisch. Nördlich von der Elbe. Für Friede, eine Lanze für Friedemann Friese brechen, der ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt das sage, also er hat so genauso wie Uwe Rosenberg irgendwie auch so zwei Seiten, also Uwe Rosenberg so von Bonanza bis ein Fest für Odin, ist halt auch irgendwie eine weite Spannbreite und Friedemann Frieser hat halt geschafft, es halt irgendwie immer besondere Spiele zu machen, die halt irgendwie irgendwas Besonderes immer haben. Die mögen nicht immer gut sein. Also die haben manchmal, ich glaube, irgendjemand hat die Spiele mal so ein bisschen als kantig bezeichnet. Jetzt gibt es halt dieses Fayum, was ja zur Spiel Digital rausgekommen ist. Und dieses Spiel,
ich sag mal so, das Cover ist noch das Schönste von dem Spiel. Naja, okay, schön. Hm. Ja, auf jeden Fall vielleicht noch mal kurz, worum geht's im Fayum? Fayum, da hast du einen Plan in der Mitte, bestehend aus, sieht auch aus ganz vielen Sechsecken, hast eine Landschaft, wo auch stellenweise ganz viele Krokodil-Miebel draufliegen oder Objekte, nee, wie heißt das? Ja, ihr könnt es euch vorstellen, Tiere, Krokodiltiere aus Holz draufliegen. Und das Besondere halt an dem Spiel ist, alles, was ihr auf diesen Plan hinlegt, gehört nicht euch als Spieler. Also es hat jetzt nicht Farbe Rot, Grün, Gelb, sondern alles ist immer von allen Spielern auch gleichzeitig zu benutzen, was ich total spannend finde. Dann hat es noch den Mechanismus von Funkenschlag, diesen Marktmechanismus so drin. So, es gibt einen aktiven Markt, wo du halt einkaufen kannst und du hast halt einen zukünftigen Markt, der aber auch nicht unbedingt der zukünftige Markt ist, sondern der zukünftige Markt. Also das rutscht nicht alles automatisch nach, sondern es gibt in dem Spiel, lass mich lügen, so ungefähr 120 verschiedene. 60. Bitte? Es sind nur 60. Es sind nur die geraden Zahlen drin, deswegen kommt es einem so viel Sinn. Es sind nur 60. Ach so, echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Sonja, ist dir das aufgefallen? Dass nur die geraden Zahlen drin sind? Nee. Naja, Platz für Erweiterung. Vielleicht. ja, auf jeden Fall ist das halt so ein, das ist halt dann so ein Mechanismus. Du baust dir halt so ein Deck zusammen, so ein bisschen, ja, so da lässt Concordia auch noch so ein bisschen durchblitzen. Das ist jetzt nicht von ihm, aber der Mechanismus. Dann ist aber auch das Ablegen der Karten und das Aufnehmen der Karten auch wieder ganz spannend. Du legst halt deine Karten ab und genau wie bei Concordia wirst du halt dafür belohnt, wenn du möglichst deine Hand runterspielst. Der Clou ist aber, wenn du deine Karten wieder aufnimmst, darfst du nicht alle Karten wieder aufnehmen, sondern erstmal nur die obersten drei. Alle weiteren Karten, die du aufnehmen möchtest von dem Stapel, kosten Geld. Und das ist halt super viel spannende Mechanismen drin. Und wir haben das halt gespielt und ich habe da halt, da gab es dann irgendwie eine Karte, wo ich irgendwie Karten entsorgen konnte. Ich dachte, naja, mach dein Deck mal ein bisschen dünner. Da habe ich halt die Karte des Straßenbaus einfach mal rausgenommen aus meinem Deck und geguckt, wow, was passiert da, wenn jetzt nur der andere die Straßen baut? Ich muss mich darum nicht kümmern, ich brauche die nicht, dachte ich mir, sondern ich lass den anderen das halt machen, weil die Straßen, die er baut, kann ich ja auch benutzen. Also ich fand das super spannend. Ich glaube, dass das nicht so ganz gut aufgegangen ist, mit den, dass ich den anderen nur die Straßen habe bauen lassen, weil der natürlich bestimmen konnte, was mit den Straßen passiert, aber es ist halt jedes Steinchen, jeder Arbeiter, der auf diesem Plan platziert wird, ist halt für alle relevant. Und das finde ich super spannend bei dem Spiel. Also ich möchte das auf jeden Fall demnächst nochmal zu dritt und zu viert spielen, weil da muss unglaublich viel Dynamik drin sein. Und dann halt dieser Mechanismus mit, welche Karten spiele ich jetzt als erstes, aber wenn ich die als erstes spiele, wird es halt echt teuer, da wieder dran zu kommen. Und boah, cool. Also wirklich cool. Ich habe das, also Ich weiß nicht, wie gut ich darin bin, wahrscheinlich total schlecht und wie gesagt, der Spielplan sieht aus wie Hund. Wir haben gesagt, wir treffen uns nochmal irgendwie mit seiner Freundin, von René, also dem anderen René. Habe ich gesagt, komm, lass uns nochmal Fayum spielen. Er meinte, er weiß nicht, wie er seiner Freundin schmackhafter machen kann, dieses Spiel zu spielen, weil es halt das Ethnos-Problem hat. Gela, hast du Fayum schon gespielt? Nein, ich bin abgeschreckt. Aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, echt ein Problem für das Spiel. Aber da ist so viel Spannendes drin, was ich jetzt so nicht gesehen habe. Also klar, wie gesagt, so die einzelnen Versatzstücke hat man irgendwo schon mal gesehen. Das ist aber genauso wie bei Arnak, so irgendwie hier, wir nehmen uns ein bisschen was von hier und ein bisschen was da und bauen die zu so einem neuen Kuchen zusammen. Und das fand ich halt bei Fayum wirklich spannend. Ja, Arnak würde Gel auf den Tisch backen, weil es schön ist. Ja. Das habe ich. Und ich glaube auch nicht. Siehst du, Sonja? Jeder hat's außer dir. Und ich glaube auch, dass. Ich hab's auch. Erst bei drei Tagen. Ich glaube auch, dass dieses Fayum, dass dort keine Partie wie die andere ist. Denn sobald man den ersten Arbeiter, den ersten Bauern auf diesen Spielplan setzt, entwickeln sich immer andere Sachen. Immer. Und das alleine durch die unterschiedliche Kartenzusammenstellung, die Karten zur Verfügung stehen. Genau, also es ist halt crazy. So, dann darf Sonja was zu dem Spiel sagen.
Ja, ich möchte noch mal was zur Grafik sagen, weil ich finde es nämlich immer ein bisschen gemein, dass immer auf diesen 2F-Spielen so rumgehauen wird aufgrund der Grafik. Ich merke das ja bei Instagram, wenn ich da Bilder poste und es gibt halt Leute, die sagen, wow, sieht das toll aus. Und es gibt natürlich vielleicht ein paar mehr, die sagen so, das kann ich mir nicht angucken. Aber ich tatsächlich mag diesen Stil der 2F-Spiele. Also ich mochte Faultier schon von der Optik, wo auch viele gesagt haben, geh mir damit weg. Ich finde auch Fayum hat irgendwie was. Es ist ich halt finde, es gibt verschiedene. Also für mich war das, ich glaube, es war vor 2 Jahren auf der vorletzten Spielwarenmesse, auf der ich war. Und das ist immer so mein Paradebeispiel für hübsche Spiele. Da gab's, war nicht bei Pegasus im Stand, wurde Santa Maria ausgestellt. Und direkt daneben, oh ja. jetzt fällt mir der Name gerade wieder nicht ein, dieses apokalyptische Spiel. Outlive, genau. Die standen direkt nebeneinander und ich habe gesagt, ich finde sie beide hübsch, aber auf ihre Art und Weise. Ich finde Santa Maria, abgesehen von diesen Siegpunktplättchen mit den Fratzen, aber so den Spielplan an sich, den finde ich hübsch. Ich finde den aufgeräumt, ich finde es ansehnlich. Aber genauso finde ich den Outlive-Spielplan super spannend, weil da so viele Details zu erkennen gibt. Und ich finde es immer ein bisschen fies, dass auf 2F-Spielen von der Grafik her so rumgehackt wird. Ich sag mal so, der Feierungsspielplan ist halt zweckmäßig. Also wenn jetzt ein Vincent Dutré hätte da etwas oder ein Michael Menzel hätte da wahrscheinlich eine opulentere Grafik, aber es funktioniert ja trotzdem so. Ich erinnere mich daran, dass das damals in den späten 90ern, als alle Spiele noch von Franz Vohwinkel illustriert wurden, da gab es ein Spiel, wo wir dachten so, boah, was hat ein Vohwinkel hier versaut? Und das hatten wir ihn dann mal tatsächlich in einem Interview gefragt und da hat er gesagt, das Problem war, der hat Skizzen gekriegt, wo es hieß, so soll das bitte aussehen. Und es war fertig. Und er so, er hätte einfach nur seinen Namen drunter schreiben sollen, zurückschicken sollen. Ja, hier, bitte sehr. Aber er fand das ein bisschen falsch für das, was er dann an Rechnung stellt. Deswegen hat er da noch ein bisschen was dran gemacht. Und das hat das Spiel tatsächlich schlechter gemacht, weil die Farben waren übersättigt. Mhm. Es waren zu viele Details drin, solche Sachen. Und das kann also dann nämlich auch mal passieren. Und ich persönlich muss sagen, also ich habe Fayum jetzt leider noch nicht zu zweit, sondern bisher nur zu dritt gespielt, aber 2 Runden. Ich finde das Spiel grandios von dem, was es macht. Es hat mich dazu getrieben, mal wieder mein Concordia aus dem Regal rauszuholen, das auch mal wieder zu spielen, um diese Unterschiede auch zu merken. Und das ist, ich finde, das kann thematisch und auch mechanisch so viel. Und es wird wahrscheinlich tatsächlich untergehen, weil die Leute sich nicht trauen, es wegen der Grafik anzufassen. Und das kenne ich auch, um jetzt mal noch eine andere Seite anzusprechen, dass das halt, also, dass diese mechanische und grafische Darstellung, dass das eine Schere ist. Ich meine, wir hatten das hier oft genug in diesen Sendungen erwähnt, dass es hieß so Memoir 44 zum Beispiel. Habe ich lange genug gesagt, so, ich traue mich das nicht anzufassen, weil das Thema mich abschreckt. Inzwischen bin ich ja bereit, ich finde nur niemanden, der es mit mir spielen kann. Es war, glaube ich, auf irgendeinem Bibeltreffen eine Sache angesetzt. Das ist leider ausgefallen, das Bibeltreffen, bis jetzt. Das ist etwas, was man den Leuten nicht nehmen kann. Und da ist es dann immer so, dass man gucken muss. Und da würde ich dir, Gela, kann ich nur empfehlen, spiel mal Fayum. Es ist ein echt, echt gutes Spiel. Spring über deinen Schatten, egal wie es aussieht. Ich spiele generell immer alles mit, sowieso. Wie gesagt, mit Wasserkraft. Ich finde es schrecklich hässlich, aber ich finde es super. Und ich habe es schon x-mal gespielt und es gefällt mir unglaublich. Aber in dieser Wust der gefühlten 1 Million neuen Spiele pro Jahr und in der Vergangenheit und überhaupt, nehme ich mir die Freiheit heraus, mir selber nur die in mein Regal zu stellen, die auch noch schön sind. Ich krieg gerade irgendwie per Signal eine Nachricht irgendwie, ich soll mir doch mal den Wutaki-Kickstarter angucken, das hat ja so ein ähnliches Problem. Ja, aber das ist halt, ne? Wir haben halt das Luxusproblem, dass wir zu viele Spiele haben. Und nicht zu viele. Viele, aber nicht zu viele. Dass wir sehr viele Spiele haben und dass man halt irgendeinen Mechanismus haben muss, um Spiele vorher auszusortieren, weil ich sie nicht alle auf ihre Mechanik abklopfen kann. Und entweder mache ich das anhand des Autors, sage, ein Friedemann Friese nehme ich immer oder aufgrund des Verlags oder halt aufgrund der Grafik oder des Themas. Ja, das hatten wir ja letzte Woche, die Frage so, was sind unsere 3 Kriterien? So. Und ansonsten, ich meine,
Aber Gela, du würdest jetzt keinen Grafikblender ins Regal stellen. Also nur weil ein Spiel hübsch ist, landet es noch nicht in deinem Regal, wenn du es dann spielerisch nicht magst. Nein, ja, das nicht. Das ist doch super dann. Wie war das mit diesem Wizard Lizard? Das ist nicht nur schön. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Das ist ja dieses Tycoon. Und da finde ich das Spielprinzip gut, aber das ist einfach schön auch. Man kann sich die Sachen auch schön trinken. Nein. Ich muss mir die Spiele schön saufen. Oh Gott. Was? Ich gucke mir gerade das Wutaki an. Ja. Ist aber relativ positiv weggekommen. Also ich meine, wie oft sind Leute zu mir gekommen und gesagt, Matthias, du musst mal das Dungeon Degenerates angucken. Ja. Und ich meine, ich glaube tatsächlich, dass das ein gutes Spiel sein wird. Ich habe noch nicht die Chance gehabt, es zu spielen. Ich würde es mal spielen wollen. Aber ich weiß, dass ich das hier zu Hause nicht auf den Tisch kriege, weil meine Frau sagt, da kriege ich Augenkrebs von, bleib mir weg. Ja. Meine Frau ist nicht so wählerisch wie du, Gela. Also die sagt sich, ja, ist mir so egal, ob das Spiel ist gut. Aber da hat sie echt auch ein Problem. Und jeder, der sagt, aber das ist auch das Schöne bei Dungeon Degenerates, dass es wie Augenkrebs ausschaut, denke ich mir so, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja, es ist halt. Aber ich habe hier einen schweren Stand. Aber schön kann man es ja tatsächlich nicht finden, das Dungeon Degenerates, aber es hat halt seine Käuferschaft auch gefunden und aber ich bin dabei, dir Matthias, ich würde es auch gerne mal spielen, aber so selber kaufen erstmal wird es hell im Zimmer, man kann auch wenn es Licht aus ist. Man kann Spiele auch wieder verkaufen, ne? Das funktioniert auch, ja? Ja, es kauft ja vielleicht keiner, weil es so hässlich ist. Stehst du da? Naja, du musst, der kommt immer auf den Preis an. Ja, da kann ich auch behalten oder verbrennen oder mich reinlegen oder so. Also wenn das Spiel gut ist, ich meine, auch in Wasserkraft wird man los. Also wenn Gela feststellt, sie möchte ihr Wasserkraft nicht mehr, weil sie ihr wirklich nicht mehr gefällt, dann bin ich mir sicher, das wird sie auf dem Sekundärmarkt los, weil die Leute das gute Spiel dahinter sehen. Ich glaube, in Dungeon Degenerates wird man auch los. Und das ist ja das Problem, es trennt sich keiner von seinem Dungeon Degenerates, sodass ich es nicht kennenlerne. Liebe Hörer, falls ihr einen Dungeons Degenerates überhaupt und es ihm einen neuen zu Hause gibt, René wartet sehnsüchtig drauf, bei Matthias, der hat genug. Nee, ich bin auch momentan noch beschäftigt. Ich kann ja auch nochmal, der Matthias hat mir auch ein Paket zukommen lassen und ich habe Glück, ich kann immer noch Spiele bei mir lagern. Also ich bin nicht so arm dran wie dann die Sonja. Und zwar das Altar-Quest, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ich habe das letzte Woche ja nur so stümperhaft gesagt, warum das euer Haus verlassen musste. Vielleicht kannst du das nochmal aufklären, Matthias. Das kann ich ganz genau erklären. Also das hast du zwar stümperhaft, aber eigentlich korrekt formuliert. Also der Punkt ist, das Spiel ist gut. Das Problem ist, es hat ein total grandioses Würfelsystem. Moment, nimmt das jetzt gleich so einen Bogen, wie es heißt seinerzeit? So, ey, super Spiel hier, alles super. Und dann kommt, ja, aber das Spiel ist doch scheiße, nein, weil es endet. Nein. Also, Size war ja wirklich so, dass ich alles grandios fand und einfach nur gefrustet davon war, wie das Spiel aufhört. Und zwar so gefrustet, dass ich es ja verkaufen musste damals. Matthias, wenn ich mich ein bisschen nach links lehne, kann ich ein Size anfassen. Ja, viel Spaß mit dem Spiel. Ich werde es nicht mitspielen. Altar-Quest hat das Problem, es hat ein hervorragendes Würfelsystem. Du hast auf 5 von 6 Seiten hast du einen Erfolg und auf der 6. Seite kannst du das zu einem Erfolg machen, wenn du ein paar Fokusmarker hast und wenn du sie nicht hast, bekommst du sie stattdessen dafür. Du hast ein total spannendes Charaktersystem über Karten, das ist mit relativ wenig Glück. Du hast ein Gefühl dafür, es fühlt sich tatsächlich wie ein aufgebohrtes Hero-Quest an. Du siehst schon den ganzen Ding, du weißt, wo die Türen hinkommen, du weißt, wo die Monster herkommen und du kannst dich trotzdem überraschen lassen, was in dem Raum dann drin gleich, ist. Gleich passiert's. Jetzt gleich. Ich glaube, das waren alle Gründe, die ich dir genannt hatte, René, oder? Ja, das ist schon richtig. Also, ich meine, du hast auch spannende Charaktere, der Fallensucher fühlt sich wie ein Fallensucher an, du hast einen, der mit 2 Schwertern hantiert, du hast einen, der mit den 2 Schwertern hat übrigens einen Pferdekopf, also falls du den dann gerne mal spielen möchtest, Arne, du hast einen, der kann sich in einen Werwolf verwandeln, dann drehst du den Charakter um, du hast ein total stimmiges, kooperatives System, ja, und deswegen musst du dann das Spiel das Haus verlassen. Hä?
0. Okay. Ja, das ist halt manchmal so. Das ist. Aber ich kenne das, Matthias, ich kenne das. Manchmal müssen auch gute Spiele gehen. Manchmal müssen auch gute Spiele gehen, ja. Aber also der René hat es schon gut zusammengefasst. Es ist einfach, wir haben einfach für uns entschieden, wir wollen nicht mehr Spiele haben, als wir Platz im Regal haben. Und das soll, wer unser Wohnzimmer kennt, weiß es. Übrigens, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz, Arne, weil sämtliche Spiele, die Verlagsarchive sind, da haben wir jetzt ein Lager angemietet für. Da zahlt dann die Firma Lagerfläche. Das heißt, ich habe ja noch zwei weitere Billigregale. Aber noch stehen Spiele vor den Regalen und das geht nicht. Und deswegen müssen dann ab und zu welche gehen. Und wir haben lange überlegt und wir haben uns gesagt, also wir trennen uns eher von AltarQuest als von Descent. Weil an Descent haben wir dann doch mehr schöne Erinnerungen dran. Und wir glauben, also an der Stelle war es einfach so Ach so, siehst du, jetzt, ich wusste, da hat ja noch was Negatives erwähnt, René. Es dauert mehr als 2 Stunden. Ja, also das waren die Antworten auf die Frage, die ich dem Matthias gestellt hat. Soll er mir Gründe nennen, es nicht haben zu wollen? Und ja, dann musste ich es halt nehmen. Und ich kann das nach einer ersten Testpartie insoweit bestätigen. Es hat schon eine Testpartie bekommen. Ja. Was sagt denn der Barbar, der Conan der Barbar dazu? Der Bibliothekar. Du hast ja noch so einen Conan rumstehen, oder? Ja, das kann ich ja nicht solo spielen, noch nicht. Ach so. Die Erweiterung kommt doch ja noch. Okay. Die kommt ja 6 Jahre später, dann kann ich es auch alleine solo spielen. Die haben extra auf die Pandemie gewartet. Ja, genau. Nein, und das Einzige, was ich finde, es ist ein ganz, ganz übles Regelwerk. Du meinst das Regelwerk, das dir sagt, übrigens, du kannst eine Aktion nicht unterbrechen, aber du darfst deine Aktion Bewegung unterbrechen, um eine Tür zu öffnen. Sowas in der Art, ja genau. Das Regelwerk hat vorne, bildet es einmal die Karten ab und dann irgendwie einmal Spielbrett und nachher hat es 0 Abbildungen und 0 Beispiele. Ja, es ist ja mittlerweile so, dass sie auf ihrer offiziellen Seite dann ein Tutorial veröffentlicht haben, wie man das Spiel dann spielt. So eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern. Also das ist echt total nach hinten losgegangen. Wobei, wenn man das dann einmal durchblickt hat, ist es ja gar nicht so kompliziert. Es ist super simpel. Ja, aber es ist alles so verklausuliert und so umständlich dargestellt oder beschrieben, dass du gar nicht weißt, so, okay, ja, ich gucke mir doch noch mal ein Video dazu an, wie das gemeint ist. Das ist echt bleh. Aber wenn du es drin hast, wirklich, du hast die Regeln sofort so intus, zack, du verstehst, aha, das ist ein Test, ich würfle, ich kann da was hinterherhauen oder ich kann vorher noch Würfel mir dazu holen. Und dann ist die nächste Aktion, nach 3 Aktionen ist der nächste Spieler. Und danach kommt der Kartenstapel, dann der Kartenstapel, dann der Kartenstapel, dann sind wir wieder von vorne dran. Es ist wirklich, wenn ich es jetzt jemandem erklären sollte auf einer Messe, würde ich keine 10 Minuten brauchen, um alles zu erklären. Ja. Na, das macht schon, also denke ich mir, dass es Spaß machen wird, so wie ich es jetzt im Gefühl habe. Ja. Stay tuned. Ja, AltarQuest musste gehen. Das Problem ist, ich habe auch noch, und das ist halt, wird dann halt nicht gehen, ich habe halt hier jetzt noch das Brook City. Das ist ja natürlich auch noch mal ähnlich genug. Mhm. Also, ich habe ja Urlaub gehabt. Da habe ich ja auch ein bisschen aussortiert, aber das wollen wir, glaube ich, nicht zum Thema machen, oder? Ja, ich habe gehört, dass, also wenn ich es richtig verstanden habe, Kerstin hat entschieden, was aussortiert werden durfte. Oh, da ist noch mehr dazu gekommen. Okay. Ja, ich weiß nicht. Soll ich das zum Thema machen, Ene? Ja. Ja? Doch, das mit Traumhaus habe ich, glaube ich, drüber geredet, oder letztes Mal, oder? Ja, da haben wir drüber geredet. Haben wir noch in der Sendung drüber geredet oder danach geredet? Ach so, das kann ich nicht mehr genau sagen. ich hab auch, wie gesagt, ich hatte den René ja hier, den anderen René. Und wir haben auch noch Eine wundervolle Welt gespielt. Eine wundervolle Welt ist ja, wie beschreibe ich das denn jetzt einfach mal? Ein Drafting-Spiel, das haben wir auch nur zu zweit gespielt. In dem es darum, funktioniert so ein bisschen nach, ja, ist halt ein Drafting-Spiel, aber es jetzt mit Seven Wonders zu vergleichen, finde ich auch falsch. Du draftest halt Karten und du kannst halt überlegen beim Draften der Karten, nehme ich diese Karten
nehme ich diese Karten für Produktionsgebäude oder recycle ich diese Karte, die auch ein Produktionsgebäude sein? Also die Karten sind halt immer Produktionsgebäude oder recycelter Rohstoff. Und ich muss beim Draften entscheiden, nehme ich das als Produktionsgebäude oder als Recyclinggebäude? Und hab halt und dann geht es halt darum, du produzierst dann irgendwann und dann kriegst du halt Rohstoffe, legst die dann auf die Produktionsgebäude, die sind dann fertig, dann darfst du die in deine Produktionskette mit reinbauen, dann produzieren die wieder mehr Gebäude und das Spiel explodiert halt nach hinten so raus. Nur, warum jetzt dieses Spiel tatsächlich aussieht bei mir ist, ich finde es unglaublich schwierig für meinen Kopf, immer beim Drafting ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, habe ich so jetzt über die Wochen, Monate festgestellt, beim Drafting schon entscheiden, okay, diese Karte brauche ich, diese Karte nehme ich jetzt als Produktionsgebäude oder entsorge ich diese Karte? Das ist schon für mich unglaublich schwierig und dennoch den Gegner am besten zu beobachten, so wenn ich diese Karte nehme, dann kriegt er ja die anderen und dann müsste ich, mein Kopf ist irgendwann explodiert. Obwohl ich dieses Spiel total spannend finde, weil das Timing, wann ich welche Ressource irgendwann drauflege, sorgt dafür, dass ich zum Beispiel ein Gebäude halt in diese Produktionskette mit reinlegen kann und es in der gleichen Runde halt, also es gibt halt 4 Runden und es kann halt in der gleichen Runde sein, dass dieses Gebäude, was frisch gebaut ist, sogar noch neue Rohstoffe wieder produziert, weil diese Rohstoffe, da gibt es 5 Stück, die werden nacheinander abgehandelt. Also es wird erstmal geguckt, was machen die grauen Dinger, ich weiß nicht, das sind einfach Bausteine, sage ich einfach mal, danach kommen irgendwie die Grünen, ich weiß nicht, die haben alle irgendeinen Namen, aber dann gibt es die Grünen, dann gibt es die Blauen, dann gibt es die Goldenen und dann gibt es irgendwie noch andere. Und da diese Reihenfolge, das ist halt total spannend, aber für mich war das irgendwie im Kopf nicht zu handeln und ich wollte das Spiel mögen, weil das hat echt, sind wir wieder bei Grafik, eine coole Grafik, so ein bisschen dystopisch, aber halt irgendwie so Zukunfts-, also es gibt halt so eine, ja, eher so eine düstere dystopische Seite und so eine positive Dystopie, gibt es das? Weiß ich gar nicht. Das heißt Utopie. Utopie, ja. Also eine düstere Zukunft und eine freundliche Zukunft, sagen wir es mal so. Das fand ich halt unglaublich, ich wollte es echt gerne mögen. Ich hatte die Erweiterung auch schon hier, aber nee. Ich hadere zwar auch noch ein bisschen damit, aber ja. Fand das schon, ich glaube, Sonja, du hattest, glaube ich, gesagt im Nachgespräch letzte Woche, dass du das sehr mochtest, ne? Ja, wobei es bisher auch nur zu zweit spielen konnte und ich bin sehr gespannt, wenn es dann irgendwann mal möglich wird, mit mehr Spielern zu spielen, weil zu zweit ist es jetzt sicherlich nicht die beste Spielerzahl, aber ich fand das gerade spannend, weil ich mir eben überlegen muss, wie verwende ich die Karte und ich muss es ja, ich sollte es mir vielleicht beim Draften schon überlegen, aber ich drafte erstmal durch und am Ende muss ich die Karten dann abhandeln. Wobei es mir da auch mal wieder mal passiert, dass ich plötzlich eine Ressource nehme, die ich eigentlich bauen wollte oder umgekehrt. Aber ich mag das da, die besten Kombinationen rauszusuchen. Nur im Spiel zu zweit ist es natürlich noch der Glücksfaktor dazu. Man draftet zwar ein paar mehr Karten, als man im Moment auswählt, aber trotzdem ist der Pool an Karten, der pro Runde zur Verfügung steht, natürlich viel geringer, als wenn man mehr Mitspieler hätte. Dann würde man halt viel unterschiedlichere Karten auf die Hand bekommen und zur Auswahl haben. Du kannst es noch retten. Also es ist noch nicht verkauft. Also das ist hier keine Verkaufssendung. Ich hadere ja auch noch ein bisschen damit. Also Gela, was möchtest du verkaufen? Nö, aber es fällt in mein Beuteschema. Ach so. Nee, also, wie gesagt, aber ich finde halt so dieses, also du sagst, Sonja, du sagst auch, dass du Probleme hast, das so zu handeln, also dass du manchmal so sagst, so ey, Nee, es ist halt schon sehr viel, was man sich im Kopf dann immer überlegen muss und am Ende ist es, also ich hatte es oft in den letzten Runden, dass es tatsächlich dann eine kleine Matheaufgabe wird, weil ich überlegen kann, wenn ich das so einsetze, erziele ich noch die und die Punkte, wenn ich die Karte, aber dann gibt es ja auch irgendwelche Karten, die bringen dir einen Bonus für jede Karte dieser Art oder dann gibt es ja Plättchen, die man sammeln kann, wo man sich dann ganz genau überlegen muss oder überlegen kann, was ist jetzt hier das Sinnvollste, womit kann ich jetzt meine Punkte am besten maximieren. Und das ist schon teilweise recht komplex. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt halt, ja, wie gesagt, Seven Wonders ist so, erzeugt so ein ähnliches Spielgefühl bei mir. Ne? Und ist wahrscheinlich wirklich unfair, das miteinander zu vergleichen, weil eigentlich haben die bis aufs Drafting ja wenig gemeinsam, finde ich. Genau. Du hast ja auch keine Interaktion mit deinen Mitspielern.
So, was die machen am Tisch, ja, pff. Also es steht auch in der Anleitung davon, dass man auch so ein bisschen Hate draften, also dass man schon den Gegner so auch so gezielt Karten wegnehmen soll. Da muss man. Ja, aber da ist dann oft das Problem, also das habe ich jetzt gerade zu zweit gemerkt, wo ich halt nur einen Mitspieler habe und am Ende gewinnt einer von uns beiden. Und da war es dann aber häufig so, wenn sich jetzt einer zum Beispiel auf die gelben Karten konzentriert und ich konzentriere mich eigentlich auf eine andere Farbe und irgendwann habe ich dann den Punkt erreicht, wo ich denke, ja, eigentlich kann ich dem die nicht überlassen, aber ich selber habe da gar keinen Vorteil von. Genau. Weil der hat vielleicht eine andere Karte, die ihm durch diese nächste gelbe Karte jetzt noch irgendwie mehr von irgendeiner Ressource einbringt. Ich habe da aber keinen direkten Vorteil von. Das ist dann auch die Frage, will ich das dann so spielen oder versuche ich lieber meine Punkte zu maximieren und genau. Versuche eben nicht, meinen Mitspieler alles zu zerstören. Also zerstören im Sinne von, ich überlasse ihm die Karten nicht, die er effizient einsetzen kann. Matthias schickt gerade ein YouTube-Video rum, irgendwie Spiele aussortieren. Ich habe im Moment wieder ein bisschen mehr Platz gewonnen die Woche. Ja, ich habe auch ein kleines bisschen letzte Woche gewonnen, als ich da so ein Paket an René geschickt habe, ja. Den Altar, meinst du? Gefühlt ist die Schachtel schon so groß, also die drei Schachteln. Ja, man könnte schon einen kleinen Altar bauen, das ist schon richtig. Ja. So, habt ihr noch irgendwas? Sonst muss ich noch mehr Spiele verkaufen. Nee, ich hätte aber, ich verlasse jetzt noch mal ganz kurz, ich muss noch mal dem Thema dranbleiben. Ich hatte in der letzten Folge schon mal über diese Spendenaktion für Johnny's World, beziehungsweise für die Lego-Steine, beziehungsweise nicht Lego-Steine, also alternativen Klemmbausteine berichtet. Da nur ganz kurz, die sind mittlerweile fast bei 500.000 Euro an Spenden angelangt, die sie haben, um jetzt alternative Klemmbausteine für Kinderheime bestellen zu können. Nice, nice. Genau. Das finde ich doch aller Ehren wert an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja genau die nächste Blase, ne, die wir ja auch schwer begreifen von außen. Obwohl, da ist der Einstieg nicht so schwer. Meinst du? Dabei ist es ja relativ einfach. Entweder gefällt dir irgendwas oder es gefällt dir nicht. Da geht ja sehr viel oder fast alles über Optik. Da gibt es noch manchmal die Sache, dass die Qualität von manchen Sachen nicht so gut ist, was sich aber mittlerweile bei neueren Sachen relativiert hat. Ansonsten geht es ja hauptsächlich, gefällt mir das optisch oder gefällt mir das nicht optisch? Ne, wir hatten irgendwann mal, hatte Josefine mal irgendwie so alternative Klemmbausteine, das war vor, keine Ahnung, 6-7 Jahren. Die waren irgendwie scheiße. Also die haben nicht gehalten. Das war echt Käse. Da haben wir genau gesagt, so, ey, die kaufen wir nicht wieder. Und jetzt sagst du ja die ganze Zeit irgendwie von wegen, ja, mittlerweile hat sich da was getan und die Chinesen wissen jetzt auch, wie man Plastik in Form gießen kann. Das wissen sie ja schon immer, weil das machen sie ja für Lego auch schon über Jahre. Ne? Das ist ja das Irre. Es kommt ja alles auf demselben Werk. Also ob da jetzt Lego klein draufsteht oder weiß ich nicht was, es kommt aus derselben Fabrik, das sind dieselben Materialien, dieselben Gussformen, dieselben Sortiermaschinen. Da steht halt nur nicht Lego drauf. Also die sind auch alle zertifiziert nach irgendwelchen EU-Normen. Also, aber ja, vor ein paar Jahren war das noch ganz anders. Da konntest du die Steine zusammensetzen und konntest sie so umpusten, sind alle wieder auseinandergefallen, weil sie keine Klemmkraft hatten. Genau. Da waren es noch keine Klemmbausteine. Genau, da waren es lockere Steine. So, gut. Ich glaube, René, wie sieht es mit einer Schleife aus heute? Oder habt ihr noch irgendwas? Ja, die Frage wäre, hat unser Gast, also unsere Gästin noch etwas mitzuteilen? Nö, ich glaube, es war einfach total schön mit euch. Ich finde es super, vielen Dank. Ist die Aufregung jetzt verflogen? Ja, jetzt bin ich mal ganz entspannt und ich bedanke mich einfach. Es war total witzige Erfahrung. Und ja, ich wünsche euch einen super schönen Abend noch. Ja, du musst jetzt noch nicht weggehen. Ach, ich muss noch nicht weggehen. Okay, nein. Dann bleibe ich nein sitzen. Ich muss weg. Aber würdest du denn wiederkommen, wenn wir dich nochmal fragen? Wenn ihr mich noch nicht über seid, ja, natürlich. Ich finde, wir haben dich gar nicht ausreichend in dieser Sendung eingebunden.
auseinandergenommen, ja, meint ihr? So könnte man es auch bezeichnen. Mhm, so, so. Ja, also aber wenn ich wir würde eure Neugier auch nochmal befriedigen. Das ist gut. Haben wir nicht also nicht vollkommen vergrault. Gut, wenn wir jetzt, wie es aussieht, keine Themen mehr haben, sagen wir an dieser Stelle, außer dem Arne, der hier, Markus Lanz fängt doch bestimmt gleich an, Arne, du musst dich beeilen. Ah, ich habe noch nicht geguckt heute. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Gela, dass du mitgemacht hast. Vor allem, weiß nicht, wie lange hatte dir die Sonja Vorlauf gegeben? 24 Stunden. Also schon spontan, super, wunderbar. Also ich will nicht sagen, aber in so einer Zeit kann man eine gesamte Staffel von einer US-Serie sehen. Genau, ja. Wir haben über Medien noch gar nicht gesprochen. Also Falcon and the Winter Soldier. Genau, bevor Arne jetzt weiter... leider können wir den Arne nicht muten, er kann nur uns muten. Ich sehe noch ein Problem im Sendungskonzept hier. Du darfst das auch gerne übernehmen. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber wenn die Hörer wollen, dass eine Sendung entsteht, mache ich das lieber weiter. Ja, das ist richtig. Ja, und dann bedanken wir uns auch fürs Zuhören. Hören uns dann nächste Woche mit einer Top-Folge an. Wir runden ja schon wieder. Hm. Gela, wenn Gela jetzt ganz spontan ist, darfst du sich ein Thema aussuchen. Wow. Wow, wow, wow. Ich nehme nicht B. Ah. Und da ich mich nicht unbeliebt machen will, auch nicht Schnippspiele. Ich glaube, Matthias würde 3 Stück hinkriegen. Der Rest ist frei für euch. Ich kriege eins hin, Arne. Ein einziges. Ein einziges, was denn? Klask? Nein, hallo, bäh. Nein, Karabande. Das, ja auch noch Na, nie das hätten wir ja wissen können. Das weiß sogar ich. Siehst ich habe schon genug Folgen gehört. Seit wann hörst du uns denn? Oh, schon lange. Schon lange. Ja. Schon, ich glaube, bevor Sonja dabei war. Das ist ja auch ganz so lange. Ich wollte naja, sagen. Also gefühlt für mich schon, weil ich bin nicht so viel am Podcast hören. Ich habe auch erst seit 3 Wochen einen Podcast-Catcher. Ah. Und auch nur, weil ich eine Sendung höre, die sagt, dass man das haben muss. Ekelhaft, ne? René, wie war das nochmal mit dem Podcatcher? Sonja, lass uns da nochmal kurz drüber Druck. Sprechen. Genau. Welche Nachteile siehst du immer noch, Sonja? Naja, wenn ich es vergleiche, vorher brauchte das zwar viel Vorlaufzeit, weil ich musste den USB-Stick aus dem Auto mit in die Wohnung nehmen, an den Computer anstecken, die Sachen runterladen, auf so USB-Stick schieben. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr, aber vorher war es so, der USB-Stick, wenn er dann im Auto drin war, mit befüllten Folgen, steige ich ins Auto ein, mache einen Motor an und die Folge startet. Und das schaffe ich jetzt mit dem Podcatcher auf meinem Handy nicht. Weil ich da, mittlerweile ist zwar Bluetooth verbunden, aber trotzdem muss ich immer das Handy zur Hand nehmen. Das heißt, ich muss es entweder vor der Fahrt machen oder brauche einen Beifahrer, weil ich natürlich während der Fahrt selber das Handy nicht in die Hand nehme, um da noch eine App zu starten. Aber ehrlich, das ist ein Autoproblem, oder? Nee, also das ist Problem, eher ein Betriebssystemproblem, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, also ich habe in meinem Auto auch so eine Halterung, wo ich das Handy ranflacken kann. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Naja, dann musst du es schon nicht mehr in die Hand nehmen. Dann kannst du da einfach so drauf touchen kurz. Wie auf das Touchding von dem Auto selber. Ja gut, ich lege es ja in das Fach, wo es dann auch noch gleich induktiv geladen wird. Oh, es ist ja schon Dame. Feine Dame hier, induktiv geladen im Auto, aber kein Podcatcher benutzen. Naja, also ich sehe natürlich die Vorteile, klar, weil ich kann da zum Beispiel Podcasts parallel hören, wenn ich jetzt den einen mit Micha zusammen höre, den anderen vielleicht mal alleine höre. Und kann dann immer da weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe zu hören. Es hat natürlich seine Vorteile und dass ich immer benachrichtigt werde, wenn neue Podcasts reinkommen. Ich sehe ja auch ein, dass es durchaus sinnvoll ist, aber gerade im Auto sehe ich halt doch den Nachteil, weil es mich tatsächlich mehr Zeit kostet im Auto, bis ich so einen Podcast starten kann. Wenn ich dann halt nur einen 10 Minuten Arbeitsweg habe und von diesen 10 Minuten schon 2 darauf verwenden muss. 2 Minuten brauchst du? Ja, wo war nochmal meine Podcatcher? Du kannst ja übrigens gleich unten in die Startzeile legen. Das muss man nicht suchen.
Ich bin immer so schlecht im Schätzen, aber es ist einfach Zeit, die verloren geht, die nicht verloren gehen würde, wenn es auf dem USB-Stick wäre und es sofort startet, wenn ich den Motor anmache. Gela, siehst du Vorteile da drin, bitte? Doch, doch, also ja, ist okay. Der Hund ist glücklich, Hauptsache ich höre was, dann laufe ich weiter. Schön formuliert. Und ich glaube, der richtige Vorteil entsteht auch tatsächlich, wenn man so gefühlt 500 Podcast-Episoden irgendwo im Nachgang noch hat, die man noch alle hören muss. Und man kann dadurch einen Überblick behalten. Wenn man natürlich nur ein oder zwei Podcasts hat, die man verfolgt, ist es manchmal etwas schwer zu verstehen, wie toll so ein Podcatcher sein kann. Hatte ich irgendwie, ich glaube 70 war ich bei letzter Woche, ne? Oder sowas, kann das sein? Die ich so, also 70 verschiedene? Naja, ich sitze... Bei mir hat definitiv die Optik wieder den Sache rausgerissen sozusagen, weil vorher hatte ich ja einfach einen runtergeladenen File auf meinem Handy. Jedes Mal neu, jede Woche und wieder löschen. Und jetzt habe ich lauter kleine nette Bildchen und ich entscheide mich, welchen ich anhöre. Ja, super. Das könnte ich sogar noch aufbohren, wenn ich für jedes Kapitel, könnte man für jedes Kapitel ein eigenes Bildchen sogar noch machen. Wow. Das würde halt auch gehen, aber das ist. Da finde ich immer das Sehen zu wenige. Ja, da ist mir der Aufwand tatsächlich zu hoch. Also ich habe tatsächlich runtergesized bei mir, ich habe nur noch 100 Podcasts in der Liste. Matthias, wie lange ist denn dein Arbeitsweg so im Auto? Warte mal, ich schiebe das eine Bein aus dem Bett, dann das zweite, ich mache zwei Schritte, verdammt, ich sitze schon im Arbeitsstuhl. Wenn ihr wissen wollt, wie Frosted Games entsteht, einfach ein Meter neben dem Bett. Nein, also... Aber ich habe auch nur eine 7-Tage-Woche, das geht schon. Ah, ja, sehr dann passt gehabt. Das ja. Nee, also benutzt bitte Podcatcher, macht euch das Leben einfacher. Sonja, irgendwann haben wir dich, also du benutzt sie jetzt schon mal. Das ist ja schon mal, wir haben ja schon ein kleines. Genau, dann kauft der neues Auto, dann funktioniert das auch alles besser. Nein, das ist erstmal keine Option. Nein, aber ich bin ja bei euch, ich gebe euch ja auch recht, es hat durchaus seine Vorteile. Aber ich. Gerade das im Auto hören ist halt nicht nur positiv. Aber auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so viele Podcasts parallel höre, aber es sind halt schon ein paar. Und natürlich, das meinte ich mit dem Vorlauf, hatte ich damals das Problem, jetzt war alles ausgehört, verdammt. Jetzt musst du dich erstmal wieder hinsetzen, die ganzen Sachen von den verschiedenen Webseiten runterladen. Von den eigenen Webseiten? Halt wow, okay. Und dann halt den Überblick behalten, was hast du davon jetzt schon gehört und was noch nicht. Sonja, darf ich dir mal eine Podcast-Empfehlung geben? Ich habe gerade mal gegoogelt. Podcast über das Leben mit einer Schafherde. Kennst du den schon? Nein. Wanderschäfer Sven de Vries. Vielleicht hörst du dir den mal an. Kannst du auch abonnieren. Den kenne ich von Twitter tatsächlich. Dem folge ich auf Twitter. Okay. Dass der einen Podcast hat. Der hat einen Podcast. Ein Schaf-Podcast. Alles rund um Schaf. Deichmomente-Podcast. Ja, es gibt auch Schafs-Podcasts. Wenn das nicht ein schöner Abschluss der heutigen Sendung ist. Ja, auf jeden Fall. Gut. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.